Und möchte ich ein bisschen was sagen, ein bisschen einleitet, dann vieles, was wir gemacht haben, hat mit Kommunikation zu tun, Krisenkommunikation, dann Stolpersteine, wo man aufpassen muss, wo es Probleme geben kann, auch in der Kommunikation, dann möchte ich einen gewagten, aber fundierten epidemiologischen Ausblick geben und letztlich auch ein gewisses Fazit. Es werden noch viele Definitionen kommen, ich will da nicht vorgreifen, aber eines ist klar und das ist für mich wichtig, es geht um Gesundheit, es geht um Bevölkerungsgesundheit, es geht um Verbesserung, es geht um Daseinsvorsorge, um Lebensqualität, aber eines ist mir wichtig, es ist nicht nur die Wissenschaft, das machen wir sowieso, es ist auch die Praxis. Die besten Erkenntnisse helfen aus meiner Sicht nichts, wenn die jetzt nur, und das ist ja klarerweise unsere Arbeit, das möchte ich schon sagen, in einer Fachzeitschrift landen. Das ist einmal wichtig, weil darauf beruht ja dann auch die Evidenz, die wir haben. Aber da hört es nicht auf, das möchte ich einmal als erstes sagen. Deshalb gefällt mir die WHO-Definition. Hier geht schon im zweiten Wort Community Action um das, was aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Eingebettet in Public Health ist etwas sehr Traditionelles. Es ist unser ÖGD, öffentlicher Gesundheitsdienst. Das ist auch jener Bereich, der eigentlich, in Wien ist die MA15, es gibt die Gesundheitsbehörden, gibt es überall, in jedem Bezirk. Auch das fristet eher ein Hintergrunddasein. Die meisten haben eigentlich mit dem öffentlichen Gesundheitswesen dann zu tun, wenn sie einen Führerschein machen, wenn der Amtsarzt ihnen diese Farbtafel vorhält und schaut, ob man eine Farbenblindheit hat, ja oder nein. Das ist im Prinzip einer der einzige Kontaktpunkt der Bevölkerung für die meisten mit dem öffentlichen Gesundheitswesen. Aber wie ihr jetzt seht, ist der öffentliche Gesundheitswesen jetzt gerade sehr, sehr beschäftigt. Contact Tracing, alles was mit Maßnahmen zu tun hat, das liegt im ÖGD und ist auch sehr traditionell aufgebaut. Ihr seht hier alle diese Aufgaben, fängt an mit Qualitätssicherung, ist natürlich auch Umweltmedizin, Umwelthygiene, auf das gehe ich ein, Gesundheitsförderung, Epidemiologie, Gesundheitsbericht, aber ein ganz wesentlicher Punkt, und das ist eigentlich eine Tradition, ist der Infektionsschutz. Vor 100 Jahren ging es halt um Tuberkulose, da ging es noch um Pocken, da ging es noch um Polio, das hat sich natürlich geändert, klarerweise, aber Infektionsschutz und das Krisenmanagement ist ein Teil dieses öffentlichen Gesundheitswesens. Hier habt ihr die spanische Grippe, das war auch nicht nur klinisch, sondern das war auch der öffentliche Gesundheitsdienst. Der dritte Punkt, und das machen wir an der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin, ja, das ist genau das, nämlich wir beschäftigen uns mit Umweltfaktoren, egal ob das jetzt chemische sind, Chemikalien, in Alltagsgegenständen, physikalische Umweltfaktoren, da gehören die hochfrequenten elektromagnetischen Felder dazu, da gehört Schall, Lärm dazu und natürlich auch mit biologischen, klarerweise. Üblicherweise zum Beispiel mit Schimmel im Haushalt, zu Hause oder woanders, bis hin natürlich auch zu Viren, gar keine Frage. Das hört da nicht auf, weil auch psychosoziale Einflussfaktoren sind natürlich bei all diesen Umwelt- und Einflüssen ein Thema. Aber letztlich geht es uns darum, dass man eben für den Einzelnen, für jeden, für jede, wenn es um bestimmte Einflüsse geht, quasi Maßnahmen vorschlägt, was kann jede tun, das ist freiwillig und man untersucht auch Umweltfaktoren dahingehend, dass man die Entscheidungsträgerinnen und Träger darüber informiert, dass sie zum Beispiel bestimmte Richtwerte, beispielsweise zu Feinstaub, absenken, wenn die Evidenz das hergibt, damit die Bevölkerung insgesamt geschützt ist. Das ist das, was wir tun, hat also auch sehr viel mit Bevölkerungsgesundheit zu tun. Und das sind jetzt einige, ich kann es euch vorstellen, Themen gibt es sehr, sehr viele. Eines, was wir jetzt sehr tief und intensiv beforschen, ist natürlich die Klimakrise. Das machen wir eh schon seit 20 Jahren. Das ist jetzt auch in der Gesellschaft angekommen mit allen möglichen Folgen und Luftverschmutzung, Lärm, Vibrationen, Pestizide bis hin eben auch zu Chemikalien, Mikroplastik, auch da gibt es Forschungen. Aber eines, und das ist wichtig, das will ich hervorstreichen, bei vielen Themen gibt es letzthin Unsicherheiten, wo die Evidenz nicht ganz ausreicht, so wie wir das uns vorstellen. Also wenn es Feinstaub geht, da gibt es die Evidenz, die ist unglaublich groß. Ja, fast, also würde ich sagen, im Vergleich zu vielen anderen sehr, sehr vollständig. Aber bei Mikroplastik zum Beispiel ist das überhaupt nicht so oder bei vielen Chemikalien ebenso nicht. Also was wir kennen und können, ist auch mit diesen Unsicherheit und Risiken umgehen. Weil das ist unser tägliches Brot. Für die meisten Chemikalien gibt es sehr wenig Erfahrung mit Langzeitwirkungen etc.
Nur ganz kurz, so will ich das jetzt wirklich sehr simplifiziert ein bisschen sehen. Public Health ist ein enorm großes Gebiet, ihr werdet noch sehr viel darüber hören, was da alles hineinkommt. Der ÖGD ist da drin, das öffentliche Gesundheitswesen, und ja, Umweltmedizin bedient hier beide Aspekte und beide Felder. Was sind unsere Pandemieaufgaben, habe ich es genannt, an der Abteilung? Wie sind wir da hineingekommen? Was gibt es da alles? Naja, nachdem wir sehr viel epidemiologische Forschung machen, da sind wir sehr gut aufgestellt. Das ist eigentlich unser Haupt, unsere Methode, jene Methode, mit der wir am meisten Forschung betreiben. Dazu gibt es auch noch Untersuchungen mit freiwilligen Probandinnen und Probanden, und jetzt haben wir auch ein Toxikologielabor, aber das ist schon unsere Stärke über viele Jahrzehnte. Das heißt, wir machen auch Datenanalysen, wir schauen uns die epidemiologische Situation an, wir schätzen die ab und machen eine Abwägung. Dann überlegen wir uns noch Maßnahmen, das ist unsere Aufgabe, Empfehlungen. Bitte, das sind alles Empfehlungen, das ist jetzt nicht, dass man etwas verbindlich machen kann, das sind Empfehlungen, die eben fundiert sein müssen. Man überlegt sich Konzepte für verschiedene Gegebenheiten, für Settings, bis hin natürlich auch zur Forschung. Das ist keine Frage, aber all das muss natürlich irgendwo erklärt werden. Und da gibt es ein probates Mittel, das ist die sogenannte Risikokommunikation, die allerdings einfacher klingt, als es ist. Die Risikokommunikation, ich habe es da mal kurz zusammengefasst, das informiert über Beschaffenheit, über Ausmaß eines Risikos, um letztendlich auch dorthin zu kommen, dass in der Bevölkerung diese Risiken auch, ich sage es einmal so, richtig ankommen. Ich sage euch dann, was das bedeutet, um damit auch mit diesen, mit diesen Risiken umgehen zu können. Da gibt es einige Regeln. Das erste und das Wichtigste ist Information, Fairness, relevanter Risikovergleich. Die Information muss natürlich verständlich sein, sie muss möglichst vollständig sein. Das kann man sich schon mal vorstellen, wie das ausschaut bei vielen dieser Handlungsfelder. Vollständig wäre schön, ist aber oft nicht wirklich möglich. Es gibt eine Fairness, das heißt, man muss auch Vorteile und Nachteile darstellen. Man kann nicht immer sein, also ohne dass man, wie auch seine Meinung ist, das gehört dazu, Ausgewogenheit, ein relevanter Risikovergleich, also freiwilliges Risiko, sich eingehe, mit einem unfreiwilligen zu vergleichen. Das ist natürlich ein No-Go, ist keine Frage. Und dann gibt es noch all weitere. Ein wichtiger Punkt ist, das kann ich nicht ganz eingehen, aber die Risikoabschätzung, das ist ein Prozess, der ist sehr transparent. Da geht es um die Frage, welche Evidenz gibt es. Dann gibt es hier vier große Säulen, wie diese Evidenz aus der Wissenschaft, sei es aus der Epidemiologie, aus In-vitro-Untersuchungen, tierexperimentellen, aber auch Experimente mit Freiwilligen, wie die zusammengetragen werden. Es geht um eine Abschätzung der Exposition, das ist alles sehr nachvollziehbar. Das ist ein klassisches Herangehen. Wesentlich ist, dass es ein wissenschaftlich transparenter Prozess ist. Da kann man noch diskutieren, warum nehmt ihr diese Untersuchung her, für die Ableitung. Aber das ist transparent und das fußt auf ganz klaren wissenschaftlichen Methoden und Überlegungen. Das andere ist, hier ist die Risikowahrnehmung. Das ist das, wie wir alle Risiken im Prinzip einschätzen. Das hat sehr, mit sehr viel Subjektivität zu tun. Natürlich gibt es einige Dinge, wo man weiß, es wird eher unterschätzt, und dann gibt es etwas, was überschätzt wird. Überschätzt wird ein Risiko, wenn es zum Beispiel selten vorkommt, wenn es eher unbekannt ist. Unterschätzt ist, wenn es zum Beispiel mit einem Benefit verbunden ist. Schnelles Autofahren, das Gefühl der Freiheit, unterschätzt man viel. Also, das ist die Risikowahrnehmung, anderer Punkt. Ja. Und das, was wir versuchen, ist, diesen Ausgleich zu finden, indem man das, was in diesen Risikoabschätzungen rauskommt, um auch ein Risiko quantifizierbar und handhabbar zu machen, durch die reale Welt durchzutragen. Da spielt die Wissenschaft eine Rolle, die auch nicht immer einer Meinung ist. Die öffentliche Meinung, die Medien, und. Es gibt Überlegungen, wie das technisch ausschaut. Also man kann sich schon vorstellen, dass es nicht einfach ist. Und gerade bei Corona hat man gesehen, was für Einflüsse es ist und was sich dann zerlegt. Und eins ist klar, was wollen wir? Wir wollen eine umsichtige Haltung. Wir wollen eben etwas, wo man sagt, man schaut nach und überlegt dann, wie und was. Das ist Umsichtigkeit und eine Haltung, die weit weg ist von Verharmlosung. Nicht, dass man das erklärt und dann ist das gar nichts. Dann setzt sich der oder diejenige ein hohes Risiko aus. Wenn man nicht an Corona glaubt und sagt, das ist alles nichts, dann hast du ein höheres Risiko, auch tatsächlich
diese virale Erkrankung irgendwann mal zu kriegen, ist klar. Und auf der anderen Seite ist auch das nicht das Beste, wenn man eben so weit geht, dass man die Leute verängstigt, unter Anführungszeichen Hysterie, weil auch das ist Stress, wenn man sich ständig irgendwie fürchtet, Sorgen macht, auch das wollen wir nicht. Also es ist schon sehr knifflig, insbesondere aufgrund, es ist ganz sicher aufgrund dieser ganzen sozialen Medien. Das ist eine völlig andere Dimension jetzt. Das ist ganz, ganz ein Riesenthema. Ich habe mir jetzt unlängst angeschaut, Coronavirus, Gesundheit, Englisch-Deutsch, ihr seht, wenn man da mal reintippt und man möchte Information, dann ist es unglaublich, was sich da abspielt. Unglaublich. Und da stellt sich natürlich die Frage, na, wie soll ich eigentlich die Bevölkerung informieren oder wer soll sie informieren? Das gehört einmal dazu, dass man die einzelnen Forschungsbereiche mal, man muss sich vorstellen, die Bevölkerung hat von dem ja ganz wenig Ahnung üblicherweise, auch wenn sie sich ein bisschen einliest und glaubt, sie versteht was. Es ist sehr vielfältig. Alleine, wenn man sich einmal die Forschungsbereiche anschaut, das ist alles, was mit Viruseigenschaft zu tun hat, die gesamte Genetik. Dann geht es natürlich auch, es geht um klinische Symptome, es geht um Therapie, es geht um demografische Faktoren, wen, wo, wer mehr vulnerabel ist etc. Also es gibt sehr, sehr viele Forschungsbereiche und wenn man sich das anschaut, nur in den Publikationen, was sich da tut, mit dem Stand 18.10., man gibt es in PubMed ein, so sieht man, was sich da abspielt. Natürlich gibt es Überlagerungen, eh klar, aber natürlich habe ich mich sehr genau vorbereitet, nachdem Professor Rieder gesagt, ich soll das vorher, habe ich das natürlich alles sehr akribisch durchgelesen, damit ich auch hier vorbereitet bin für Fragen, sehr klar. Aber nur einmal, das ist klarerweise, wenn es um Risikokommunikation geht und du möchtest ja sagen, du musst vollständig sein, ist das unmöglich. Ja? Auch, es überlappt sich, es sind aber auf jeden Fall über 200.000 Untersuchungen innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit. Das ist eben ein Preprint-Server, Achtung, über den werde ich ein bisschen was sagen. Das muss man immer mit Vorsicht genießen. Ja? Auf das gehe ich dann noch einmal ein. Aber es gibt trotz alledem noch immer offene Fragen. Hinsichtlich der Mutationen, Varianten, ihr habt jetzt gehört, die Delta-Plus-Variante, die ja schon eigentlich unter Beobachtung war, jetzt sieht man in Großbritannien, dass sich da was tut, bis hin zu Wahrnehmung von Risiken und letztendlich auch, wie schaut es mit den Impfungen aus. So, die Pandemieaufgaben sind klar, das haben wir gemacht, das tun wir. Und das sind die Fragen, die so quasi, ich habe es nur mal gesammelt, egal ob das jetzt Entscheidungsträgerinnen und Träger waren oder Menschen, Bevölkerungsfragen. Also ihr seht, es ist enorm divers. Es geht von A bis B. Es beginnt bei Innenraum und hört auf bei, wann ist denn das endlich zu Ende alles? Ja? Verständlich. Die Schwerpunkte sind schon, dass man überlegt, welche Präventionsmaßnahmen es gibt. Was können wir tun, um ein bestimmtes soziales Leben aufrechtzuerhalten, gleichzeitig aber die Epidemie nicht kursieren zu lassen, dass man hier keine Menschen ein Risiko aussetzt, sodass die dann ein höheres Risiko haben zu erkranken. Hotspots sind hundertprozentig die Innenräume, das muss man einfach sagen, aber insgesamt ist das, was wir tun oder wollen, ja, ist ein differenziertes Herangehen. Auf das werde ich an. Das ist ein wichtiger Punkt. Warum ist der Innenraum ein Hotspot? Das wisst ihr wahrscheinlich so gut wie ich mittlerweile, weil es natürlich geht um die Aerosolbildung, das sind diese ganz kleinen Tröpfchen unter 5 Mikrometer Durchmesser, die hier noch in der Luft bleiben, wenn sie nicht abgeführt werden nach außen, und bleiben die hier im Freien gehen die mehr oder weniger in die Atmosphäre und verschwinden da, verteilen sich, verdünnen sich, das machen sie im Innenraum nicht, die bleiben hier. Wie lange es hier auch dann diese kleinen Tröpfchen bleiben, ist abhängig von der Lüftung, unter anderem. Natürlich auch, was gemacht wird. Menschen sitzen in diesen Räumen. Es ist ein Unterschied, ob man nur sitzt oder spricht, ob man jetzt auch tanzt, bewegt etc. Diese Innenraumgeschichte und warum wir da schon viel mitbringen, und das ist schon ein Vorteil, das beforschen wir schon sehr lange. Also die Innenraumklimatologie, so heißt es, Indoor Air Pollution ist eines der, also ein Hauptthema, was so Umweltmedizin angeht. Warum? Weil Luftverschmutzung außen, klar, da gibt es viel, aber wir halten uns halt 85 bis 90% Innenräumen auf.
hier in Mitteleuropa. Daraus folgt, das haben wir eigentlich seit 20 Jahren, beforschen wir mehr. Und was ich hier sage, gerade was Schulen anlangt, haben wir sehr viel Wissen, sehr viele Untersuchungen gemacht, was mit der Luft von den Kindern und Jugendlichen ist. Viele rein. Und wir haben schon seit 10, 15 Jahren, weisen wir darauf hin, das möchte ich schon noch hier sagen, dass man da etwas machen muss, in jenen Klassen, wo entweder nur manuell gelüftet wird, wo die noch die Fenster auf und zu machen, wo es teilweise Restriktionen gibt, Fenster gehen auf, bitte, da rennt jemand mit dem Kopf dagegen, darf man nicht mehr, wird zugemacht, andere springen raus. Aber nein, es geht nicht, da wurde mal was rausgeworfen aus dem Fenster, auf ein Auto oder auf einen Menschen, geht auch nicht mehr öffnen. Also da gibt es viele Probleme, die dann letztendlich dahin münden, dass die Fenster gar nicht mehr geöffnet werden. Und was man hier sieht, das ist ein aus Dutzenden von unseren Messreihen, was ihr hier seht, ist ein sehr, sehr guter Parameter, ein Indikator für den Zustand der Innenraumluft, das ist das CO2. Warum? Wenn wir hier sitzen, Sauerstoff einatmen, geben wir CO2 ab und je höher diese CO2-Konzentration ist, das weiß man, desto mehr an anderen Stoffen findet man in dieser Raumluft, weil sie das ansammelt und weil die nicht nach außen gehen. Sehr vereinfacht gebracht. Und von daher wissen wir schon lange, dass das mit einer manuellen Lüftung praktisch nie funktioniert, weil ihr seht, dass diese Anforderung an eine übliche Raumluft, und da geht es einmal primär darum, dass man sich konzentrieren kann, fast nie eingehalten werden. Also die Sägezahn kommt, wenn dann wieder gelüftet wird, geht es wieder runter und dann geht es wieder rauf und nach einer gewissen Zeit ist die Luft so, und das weiß man, dass die Leistungsfähigkeit schon mal abgesunken ist. Das heißt, wir haben eine große Kompetenz auch da und das haben wir auch gemacht. Es gibt einen Arbeitskreis, früher am Umweltministerium, jetzt am Klimaschutzministerium, wo wir das beackern. Und da haben wir viele Positionspapiere verfasst, um auch den Innenraum handhabbar zu machen, damit man hier was tun kann. Das ist ja ganz wichtig. Da geht es um Schulen, da geht es darum, soll man jetzt dann Luftreiniger einsetzen? Das war dann ein Thema, ist nach wie vor ein Thema. Aber welche? Es gibt verschiedene Überlegungen, wie man einen Luftreiniger macht und, und. Also da seht ihr, dass Public Health auch in einen Bereich geht, wo man interdisziplinär aufgestellt werden sein muss. Das ist, gilt immer für Public Health, aber da braucht es dann Technik, aber auch dann Lüftungstechnik. Du musst doch mit diesen Kollegen und Kolleginnen sehr gut kommen, damit da was passiert. Und das ist ein grandioses Beispiel, dass die Zusammenarbeit hier seit vielen, vielen Jahren funktioniert. Das haben wir dann gestaltet, das haben wir dann überlegt. Was auch Public Health ist, man möchte, ich habe ja gesagt, es geht um die Praxis, es geht auch um Fragen, naja, ist die Lüftung hier suffizient, ja oder nein, dass wir eine Art Corona, einen Corona-Rechner erstellt haben, über eine bestimmte Überlegung mit einem Referenzraum, wo man, das kann jetzt jeder machen oder jede, eintippen kann, bestimmte Parameter, und kann man sagen, naja, wie sind da die Aerosolproblematik? Ja? Das ist so ein Referenzraum, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da ist die Luftwechselrate aufgetragen, auf X-Achse, und da sieht man schon mal eins, über die Zeit, ja, dass je weniger die, klarerweise, die Lüftungsrate ist, desto schneller kommt man in ein System, in ein ins Fahrwasser, dass es hier ein höheres Risiko gibt. Jetzt habt ihr hier, eine Person spricht, insgesamt mit 25 Personen gerechnet, ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Luftreiniger schaut so aus, und da seht ihr schon mal zwei verschiedene Sachen, dass das dann klarerweise, wenn eine höhere Luftwechselrate ist, schon ganz anders ausschaut. Hier hat man mit Mund-Nasen-Schutz, da gibt es eine dritte, wie das schon mal ausschaut. Das ist alle Personen sprechen, singen, ja, wo viel Aerosol abgegeben wird, bis braucht ihr nur im roten Bereich. Hier 9 Personen sprechen aktiv und so weiter, und so kannst du alles Mögliche machen. Letztlich geht es auch hier zum Beispiel mit verschiedenen Varianten, kannst du es rechnen, mit Mund-Nasen-Schutz, mit einer Luftreinigung. So kannst du dann speziell für jeden Raum überlegen, was wird hier gemacht und was kann ich hier tun, um das Risiko zu senken. Also mit verschiedenen Stellschrauben kann man ja arbeiten. Das werde ich mal mitgeben, könnt ihr euch einmal anschauen. Aber letztendlich geht es im Public Health um eines. Und das war am Anfang so, dass die Krankheitslast aufgrund der Epidemie im Vordergrund gestanden ist. Das ist eh klar, ich kann mich noch erinnern, Italien, die Toten werden praktisch mit LKWs verladen, weil sie nicht mehr beerdigt werden können, diese Bilder. Das heißt, Lockdown, 16. März, Krankheitslast aufgrund der Epidemie steht hier im Vordergrund. Die Krankheitslast aufgrund der negativen Faktoren, klarerweise Lockdown, hat man sich noch gar nicht überlegt, wusste man nicht,
war natürlich auch da, hat sich aber erst entwickelt über eine gewisse Zeit. Und das, was wir anstreben oder was eher auch die Kunst ist, es ist nicht die Kunst, nur darauf zu schauen, ehrlich gesagt, und eine andere Gruppe schaut nur darauf und sagt, das andere ist wurscht, das ist simpel, das ist primitiv. Um das geht es nicht. Es geht eigentlich um genau diesen Ausgleich zu finden, dass beide Aspekte der Krankheitslast in dieser Epidemie auch so bedient werden, dass man hier eine Verringerung hat der Krankheitslast und oder auch keine Steigerung. Und genauso hier, und da geht es um die psychosozialen Probleme, sprich zum Beispiel Kinderpsychiatrie etc. Also das ist eigentlich im Grunde genommen diese ausgeglichene Situation, das ich habe schon gesagt, es geht um ein differenziertes Vorgehen. Plump irgendwie zu erklären, ja, es gibt nur das und das andere nicht, na gut, das braucht man nicht viel studieren, ehrlich gesagt. Ja? Um das geht es nicht, das ist auch nicht Public Health aus meiner Sicht zumindest. Das heißt, das Ziel einer Kommunikation, ich habe schon gesagt, zu verhindern, dass aus der Bevölkerung, wenn man die jetzt als gaussische Glockenkurve annimmt, dass diese Gruppe, die wird es immer geben, das wissen wir, aber dass sie nicht größer wird. Wir wollen nicht, dass aus dieser mittleren, sage jetzt einmal, mittleren Gruppe, die jetzt auch ein bisschen schwankt in die eine oder andere Richtung, dass sich viele in diese Richtung begeben. Genauso wollen wir das nicht. Ja, das ist nämlich no blader. Ja? Auch das muss man verhindern. Und das ist eigentlich in dieser Zeit nicht sehr einfach. Das ist die Situation heute. Ihr kennt die ganzen Grafiken sicherlich schon zur Genüge. Das ist die Entwicklung der Fallzahl. Bitte, auch das epidemiologisch. Die Inzidenz ist eine Zahl. Ihr wisst jetzt schon, es gibt risikoadjustierte Zahlen, die auch im Hintergrund immer aufgearbeitet werden. Also wenn jemand fragt, wie das gemacht wird, die Inzidenz ist eine Maßzahl. Eine von vielen Überlegungen. So kannst du eine Epidemie nicht einschätzen, nur indem du diese Kurven da anschaust. Das ist zu wenig, zu primitiv. Das sind dann jetzt die Krankenhausaufnahmen. Hier Normalstation, wie ihr kennt, und hier die Intensivstation. So schaut es aus. Das sind die letzten 90 Tage mit diesem Heatmap sehr gut dargestellt. Auch da muss man sagen, es ist die Inzidenz. Ja, Achtung, was man eben sieht, dass bestimmte Altersgruppen, nicht verwunderlich, erstens einmal wird jetzt in den Schulen sehr viel getestet, aber wir wissen, dass vor allem jetzt natürlich in diesen Altersgruppen, dort wo nicht geimpft wird, beziehungsweise sage ich jetzt einmal 18 bis 39, spielt sich da das Problem, das epidemiologische Kernproblem ab. Was sind jetzt die Stolpersteine, wie man was vermittelt? Na, das erste ist schon mal die wissenschaftliche Dynamik. Die ist enorm, ich habe das auch schon gesagt, es ist unglaublich, was hier publiziert ist, da kann man sich dann tatsächlich, muss man eben schauen, wo man bleibt. Und gerade das rauslesen, was man jetzt dann braucht, weil das geht sich in der Nacht nicht alles aus. Aber egal, ein Punkt ist, und der ist wichtig, ihr wisst, wenn ein Paper veröffentlicht wird, geht es in einen Gutachterprozess und dann landet es oder landet es nicht in einem Journal. Das kann man dann hier abrufen. Da ist gar nichts. Das ist so, wie wenn wir mal was machen, es schaut sich keiner an, wir schreiben was und wir hängen es rein. Das mag gut und richtig sein und das Wesentliche war ja, dass das eine ganz neue Situation war und man hat gedacht, und das ist nach wie vor wichtig, dass wenn etwas erforscht wird, dass es nicht jetzt die Gutachterprozess, manchmal dauert ja Wochen, Monate, dass es einfach da drinnen bleibt und das dauert so lang. Aber schon auf der ersten Seite von dieser Plattform steht, should not be reported in news media as established information. Das steht eh drauf. Ja? Das Problem ist, es wird nicht so gehandhabt. Das ist ein Stolperstein aus meiner Sicht. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt war, das wurde veröffentlicht auch auf dieser Plattform. Holländische Arbeit in einer experimentellen Situation wurde angeschaut, wenn einer rennt, was tut er da ausatmen, wohin geht diese Aerosolwolke und so weiter, auch mit Fahrrad, alles Mögliche, wirklich theoretisch hervorragend, nicht schlecht, würde ich einmal sagen. So, der hat gesagt, er hält es für unethisch, das ist auch eine Presse, Press Release raus, ja. Ich halte es für unethisch, das ist so wichtig, dass man das gleich mal, das kann ich ja zurückhalten, ja. Das ist unmöglich, das ist enorm wichtig. Dann ist die Presseaussendung noch gewesen, da muss ich jetzt sagen, wenn man es genau liest, ist das gar nicht so schlecht geschrieben, ist ein Hinweis auf mögliche Infektionswege, aber man braucht Virologie dazu. Ja. Hinweis ist einmal, ja, wir überlegen uns da mal was. Der zweite, ich kann zwar keine Aussage über das Infektionsrisiko machen, aber sicher ist,
dass wir Wolken von Aerosolen abgeben und so fort, da habe ich mir dann schon gedacht, naja, das haben wir schon vorher gewusst. Ja? Aber Kupft-Wikatsch, das ist rausgekommen, das hat medial, das war, ihr könnt euch noch erinnern, 16. März bis 16. April, da war alles geschlossen und wir durften nur per Verordnung wegen ein paar Dingen raus, nämlich wenn man wirklich arbeiten gehen muss und einkaufen, beziehungsweise wenn man sich kurz erholt, sportlich betätigt oder wenn man sich quasi dann mal psychisch erholt, indem man um einen Häuserblock geht. Und da war auch immer die Frage, okay, wie machen wir das, wie ist der Abstand etc. Und dann kam das und hat eingeschlagen, wo man gedacht hat, da ist eine Untersuchung, die sehr künstlich experimentell ist, eine einzige. Und hat das eigentlich komplett umgemodelt, dass man ihm gesagt hat, man darf überhaupt, also wenn der andere mit dem Rad fährt, 30, ich meine, ich fahre jeden Tag mit dem Rad, 30 km/h fahren Fahrradboten, würde ich mal sagen, oder die mit dem Essen, mit dem E-Rad, sonst ist 30 km/h eh sehr viel, aber dass man 20 Meter hinter dem fahren muss oder auch das Laufen, dass sich das daraus ergibt, ja, ohne dass man Verwirbelungen überlegt, ohne dass man auch die Praxis, was meiner Sicht völlig, also tatsächlich irgendwo nebulos, ja. Also dass man diese, das gleich so für bare Münze nimmt, keine gute Idee gewesen. Gerade in einer Zeit, wo Bewegung ein wichtiger Punkt war und sich die Menschen weniger bewegt haben und jetzt dann noch gesagt, oh Gott, da muss ich, bin ich in so einer Aerosolwolke, dann gehe ich nicht mehr irgendwie laufen hin. Das mache ich auch nicht mehr. Jetzt könnt ihr euch fragen, ich habe jetzt unlängst nachgeschaut, nämlich vor einer Woche, ist diese Arbeit jemals erschienen? Ja oder nein? Also durch einen Gutachterprozess, die ist nicht erschienen. Also es war praktisch etwas, wo, es war vielleicht Techniker, die sich genau angeschaut haben, aber es ist nicht erschienen. Das wurde aber damals so genommen. Es ist nichts dagegen, dass man vorsichtig ist, überhaupt keine Frage. Es geht nur darum, wie gewisse Dinge dann auch gehandhabt werden, weil wenn das dieser Maßstab ist, dass man Hinweise nimmt, dann muss ich schon sagen, da seht ihr PM 2,5, das ist Feinstaub, das ist Staub unter 2,5 Mikrometer, deutlich kleiner, Nanopartikel sind auch dabei. Da ist die Evidenz nicht mit einer Studie, wo ein Hinweis ist, da gibt es hunderte europäische Projekte, die, und das sind die Zahlen mit vorzeitigen Todesfällen, also wenn man das auch so ernst nehmen würde, dann wäre schon lang, würde es keinen Autoverkehr geben. Nehmen wir es mal so. Also wenn du das genau in denselben Maßstab nimmst, gibt es keinen Autoverkehr. Weil da kommen Partikel raus ohne Ende. Also du hast ein höheres Risiko. Das ist zu erwägen. Ja. Wie ist da auch in der Politik quasi diese Balance? Und die ist da teilweise auch nicht ganz so, wie ich das verstehe. Nächstes. Stolpersteine sind unterschiedliche Meinungen von Wissenschaftlern. Das ist ganz schwierig. Wenn sich dann verschiedene Sachen widersprechen. Da muss man eines sagen, und da muss man auch genau hinschauen, das, was Virologen, Virologinnen sagen, ist das. Das ist eine eigene Wissenschaft, das ist das Gebiet, die schauen sich das an und haben diesen Blickpunkt. Genauso wie Infektiologen einen anderen Blickpunkt haben und manchmal touchieren die. Da denkt man, die widersprechen sich. Muss überhaupt nicht sein. Die Epidemiologie, dann die Mathematik, die Statistik, da gibt es auch andere. Und so kann es sein, dass es zu einem Thema Aussagen gibt von unterschiedlichen Fachgruppen, die scheinbar sich widersprechen, aber gar nicht widersprechen, weil die Sichtweise sehr, sehr eng ist, jeweils vom eigenen Fach. Und da denke ich, muss ich sagen, ist Public Health im Grunde genommen das, was wir zu tun haben auch. Es ist eine integrative Betrachtung. Wir müssen über den Tellerrand schauen. Wir müssen versuchen, diese Puzzlesteine miteinander zu sehen. Das ist, glaube ich, auch, ich denke, das ist genau die Stärke, die auch Public Health hat. Ist ein wichtiger Punkt. Sehr problematisch ist die Risikokommunikation, Stichwort Impfungen, wenn es von Ärztinnen und Ärzten völlig konträre Aussagen gibt, zum Beispiel zur Impfung. Das ist sehr toxisch. Und da kann ich dann auch noch was drüber sagen, das ist dann sehr schwierig. Und wie der Umgang ist damit, das ist ein Diskussionspunkt. Sind wir schon bei den kursierenden Falschmeldungen? Also wenn ihr mich gefragt hättet, was diese Maske da in der Bevölkerung auslöst,
teilweise ein Irrsinn, ich möchte es wirklich so sagen, ich hätte viel verwettet. Ich hätte viel verwettet, ich hätte mir das nicht vorstellen können. Wir haben Ende März, weil wir gesehen haben, dass das ein wichtiger Punkt ist, wo man auch Lockdown auf der einen Seite, aber auch schon einmal überlegt, wie geht es nachher weiter, haben wir schon vorgeschlagen, dass wichtig ist, Mund-Nasen-Schutz einmal in diese Überlegung einzubeziehen, aber nicht, dass wir uns schützen, sondern dass wir die anderen schützen. Das ist dann sehr groß bearbeitet worden, Community Mask heißt das ja mittlerweile. Wirkt es, wirkt es nicht und wenn, wo, also da gibt es sehr viele Sachen und eines muss man sagen, das funktioniert. Und man kann sich das sehr gut anschauen, das ist Nature aufwärts, RKI, Robert-Koch-Institut, WHO, und das sind dann nicht nur Trotteln, die unter irgendeiner Kandare stehen, man muss das wirklich immer wieder sagen. Aber dann ist ein Posting, Masken schaden mehr als nützen, das wird geteilt und dann ist das da wurscht. Das wird egalisiert durch irgend sowas. Ich habe jemanden, der hat eine Cousine und die Freundin hat das. Das ist das, wie es, aber ihr müsst ja wissen, wenn jemand das weiß, muss man auf das eingehen. Das heißt, du kannst da Studien machen mit Kontrolle, mit einem Review-Prozess, mit noch einem Gutachter-Panel, das da parallel ist, du machst das irrsinnig gescheit, publizierst es und dann das wird gelöscht. Das wird gleich gesehen, weil da noch nicht das Wissen da ist, wie eigentlich Forschung arbeitet. Darf nicht vergessen. Das habe ich jetzt auch wiederum bekommen von einem Bekannten, wurde vor einer Schule verteilt und jetzt, also vor 4 Wochen, das beginnt schon wieder. Also ich war baff, dass das noch immer so ist. Ja? Gut, denkt man sich, das finde ich gut, das ist ein Bild auch aus spanischer Grippe, wear mask or go to jail. Also wenn sich jetzt noch irgendeiner bei uns aufhängen Masken, also ins Häfen gehst nicht, was ich da schon, also das ist ein altes Wissen, ehrlich gesagt. Ja? Spanische Grippe. Nächster Punkt, wo ich mich getäuscht habe, ich gebe es zu, was das mit den Impfen auslöst. Also da war ich wirklich, ich habe schon gewusst, es wird knifflig, keine Frage, aber dass das so ein Thema ist, warum, wer, wann, womit, also da gibt es auch, das sind so Fragen gesammelt, die ich einmal so gesammelt habe. Ja? Entweder geschrieben, angerufen, verärgert angerufen, was auch immer, oder geschrieben. Sehr viel Unterschiedliches, einiges, wo ich sage, ja, da braucht es Aufklärung, anderes, da muss ich echt sagen, da habe ich gesagt, können Sie nicht in unserem Betrieb irgendwas erklären, zu den, warte mal, wo ist das, zu diesen Chips, ja, meine Kinder, das, ja, irgendwas mit Chips, es wird ein Chip implantiert, habe ich gesagt, was wollen die erklären, das ist halt nicht so, das wäre meine Erklärung. Also es sind viele Dinge, die hier übereinander spielen, aber noch einmal, ich hätte es nicht für möglich gehalten, obwohl auch der Professor Kunde, mit dem ich sehr viel zusammen arbeite nach wie vor, der auch im Impfgremium ist und wir uns sehr oft austauschen, Jahrzehnte Erfahrung hat und eines haben wir schon damals gesehen, vor dem, weil es Impfwesen, ja, gab es immer Impfskeptiker, nur waren es 5%, 7% und das hat sich jetzt aufgebauscht. Und wir haben ein bisschen Literatur gesammelt, lesen haben wir es nicht alle, klarerweise, aber das muss man schon sagen, wenn du da eintippst, impfen, dann kommen solche Bücher und die Bücher sind, sage ich jetzt einmal, nicht schlecht geschrieben in der Schreibe. Die sind schlecht geschrieben, sondern sie sind verständlich und sie sind halt schon Organ und Inhalt, aber sie sind jetzt ohne das Inhalt nicht schlecht geschrieben. Und das hat mehr Zugang als jetzt RKI-Feststellungen, Stellungnahme des Nationalen Impfgremiums. Das schaut ganz anders aus. Deswegen nicht verwunderlich, dass es auch hier in dieser Zeit Wiggelwoggel gibt. Ihr wisst sehr viel über Impfstoffe. Ich möchte nur eines sagen, das habe ich mir noch mal angeschaut vor ein paar Tagen, nur damit Sie wissen, das ist in der klinischen Phase, ihr seht, das sind 126, die in der klinischen Phase sind, unterschiedlich herangegangen, die noch kommen werden. Ja? Also da gibt es viel, was noch kommt und breit, damals noch 195 in der präklinischen Phase, also da kommt noch sehr viel, auch was in der Therapie wird, also da gibt es unglaubliches Potenzial innerhalb kurzer Zeit, was sich da tut, möchte ich nur sagen. Das ist das, wo wir uns hinbewegen und ich mache das schon extra. Es ist ein wichtiger Punkt, da haben ja meine Kollegen darauf aufmerksam gemacht, dass ich das nützen soll
um ein paar Dinge dazu zu sagen, das sind jetzt die verabreichten Impfdosen. Ihr seht, über 200.000 Personen haben schon eine dritte Dosis erhalten. Und ich hoffe, dass ihr in eurer Community und mit Menschen, die halt noch irgendwo, und ihr seid Ansprechpartner als Medizinerinnen und Mediziner, dass ihr hier auch ein bisschen da mithelft. Es geht um jede Person, die wir hier in eine Richtung bringen, sodass wir diese 5 bis 10%, die wir noch brauchen, um ein ruhigeres Fahrwasser zu kommen, es ist wichtig. Deswegen sage ich das. Ich sage euch nur, das ist jetzt auch eine sehr gute Grafik, die zeigt, wie es in der Welt ausschaut. Public Health-mäßig eine schwierige, eher eine sehr missliche Situation. Nicht eher, es ist eine missliche Situation. Das ist Österreich, das ist ein bisschen mehr, weil die hängen ein paar Tage mehr hinterher. Wir haben jetzt 62%. Dänemark, so schaut das aus, und Portugal. Ja. Anderes Herangehen, anderes politisches Thema, alles Mögliche. Ja. Aber man sieht, wie es gehen kann, wenn es auch ein bisschen, kann man, schwierig zu vergleichen, demografisch, historisch, aber dort ist auch das Leben jetzt anders. Ja. In Dänemark, kann man sagen, was man will, dort hat man jetzt, wenn man sehen, wie es weitergeht, aber da wurde sehr viel gelockert, da wurde praktisch, das, was es an Maßnahmen gibt, auch in Portugal, gibt es jetzt nichts mehr. Ja. Aber, das muss ich dazu sagen, da war Mund-Nasen-Schutz außen und innen monatelang. Das war bis Ende September, Anfang Oktober. Und das war dort, ich war selber mal dort. Also das war für mich interessant, mit welcher Selbstverständlichkeit das gemacht wird. Bei uns ist das nicht so. Dort war das einfach. Das war akzeptiert. Punkt. Wenn ihr mit Personen sprecht, ich war überrascht, weil ich dachte immer, geimpft ist doch jeder geworden, die wissen doch alle, warum man sie impft. Das ist nicht der Fall. Die meisten wissen es wirklich nicht, was eine Impfung bedeutet. Deswegen, ihr wisst es, das müsst ihr auch dazugeben. Ich war überrascht, dass man das, da kann man nichts voraussetzen, ganz wenig. Wichtiger Punkt, das zeige ich euch jetzt, sind positive Effekte gefunden worden, was die Impfungen bewirkt haben. Auch das braucht es in der Kommunikation, um zu sagen, das funktioniert. Und da ist etwas, da gibt es eine Überlegung, eine Rechnung, wir haben es gemacht parallel, das ist auch von der AGES, was wäre gewesen, wenn wir in der dritten Welle, jetzt im Frühjahr, das nicht gehabt hätten. Das kann man quantifizieren mit einer, das ist ein Modell, SIR-Modell, kann ich erklären nachher. Und da kommt dann raus, Achtung, die Impfkampagne hat wirklich sehr viele Menschen im Krankenhaus, die Krankenhausaufnahme erspart, beziehungsweise 2300 Sterbefälle verhindert. Und das ist, Achtung, eine konservative Annahme. Das ist nicht der Best Case, das ist konservativ Annahmen. Ja, also sehr basic, sodass man hier nicht irgendwo nur den Best Case bringt. Auch das ist wichtig. Das bedeutet, ja, das ist eine hohe Effektivität, auch wenn es einige Leute partout nicht glauben wollen, und dass die Impfen unseren Weg rausebnen. Nur mit Impfen geht es im Moment nicht. Das ist zu wenig, aber es ebnet den Weg auf eine massive, gute Stellschraube. So, was ist der Ausblick? Die Frage, die immer gestellt wird, wird es einen Lockdown geben? Und es ist ein bisschen so wie in der Kugel schauen, aber ich denke, man kann das tun unter bestimmten Annahmen. Heute haben wir eine gespannt angespannte Lage. Ihr wisst, wir sind jetzt in einem Plateau, schon relativ einige Zeit. Und jetzt geht es in die nächste rein. Wird sich das entspannen? Wird diese Welle sich abrunden? Beziehungsweise ist es eher dann auch, gibt es die Möglichkeit, dass die Welle zu oben bleibt, der Inzidenz, aber dass vielleicht die Spitalszahlen raufgehen, vielleicht prekär. Ich zeige euch dann, was aus unserer Sicht ist. Wichtig ist, was uns übermorgen erwartet, das heißt in 2 Jahren. Ja? Der Übergangszustand der Varianten, es wird immer wieder Varianten geben, jetzt gibt es die, Kappa, Epsilon, aus meiner Sicht, solange das Spike-Protein hier verändert wird, nicht das große Problem, es wird irgendwann so Common Cold enden. Also eine gewöhnliche Erkrankung, die mit einer Impfung schon einmal prophylaktisch, vor der man sich schützen kann, beziehungsweise wird es das, was wir befürchten, dass das System, unser Gesundheitssystem an die Wand gefahren ist, wird es nicht tun. Übermorgen, und das ist die Hauptfrage aus meiner Sicht, was ist da? Wie ihr wisst, SARS-1 2002, 2003, sehr lokalisiert, Südostasien, vor allem Singapur, Malaysia, dort in der Gegend, war limitierend, war klinisch ganz anders und hat sich verdünnisiert in kürzester Zeit, war die Klinik war ganz anders, kann ich dann sagen. Ja. Aber auch war SARS ist über Nacht gekommen, auf einmal da, MERS,
Arabische Halbinsel 2009, 2010 gibt es nach wie vor. Anders ist aber auch eingegrenzt. Dann SARS 2019, 20. Und man merkt schon, das sind so 10-Jahres-Rhythmen, plus minus. Also wir wollen jetzt nicht, dass alle 10 Jahre kommen. Aber Achtung, ich habe ja gezeigt, in der Welt wird wenig geimpft, nämlich vor allem in Afrika, wo der Kontakt mit Tieren ja deutlich enger ist als bei uns in unseren Breiten, auch in Asien. Deutlich enger. Und das ist eine Zoonose. In uns wird es nicht so verändern, dass es SARS-3 gibt. Aber wenn wir das geben, Stichwort Nerze, habt ihr auch mit dem das mitbekommen? Nerzfarmen hat sich das auch verändert und dann kommt es wieder zurück. Und das nicht über Nerzfarmen, hoffentlich nicht, weil das ist auch geimpft, was ich mitgekriegt habe. Aber es kann ja bei irgendwelchen Wildtieren sein. Das ist aus meiner Sicht das größte Problem. Und wenn vor vier Wochen noch gesagt wurde, dass nur 2% aller Impfdosen in Afrika landen, dann ist das ein Riesenproblem. Das möchte ich schon sagen. Das ist aber unsere, das haben wir bis Ende, mit den Daten bis Ende Juli, bis Ende August gemacht und haben etliche Sachen modelliert, auch mit einem entsprechenden Modell. Wie ihr seht, ist das, könnt ihr sagen, ihr habt euch getäuscht. Was wir hier nicht berücksichtigt haben, und das ist aus unserer Sicht auch ein Punkt, warum das jetzt breiter geworden ist, ist der Rückkehr auch mit Studenten, Studentinnenzeit beginnen. Dass hier noch eine Mobilität war, die nicht geändert hat, Ende September, Ende August, sondern eher Ende September, dass das hier noch breiter geht. Aber egal wie auch immer, wir haben schon ausgerechnet, dass es nach unten geht. Dann geht es wieder nach oben. Wir haben Annahmen getroffen für vor allem für höhere Kontakthäufigkeit vor Weihnachtszeit mit Einkaufen, Weihnachtsmärkte. Der zweite Punkt war auch mit den Ferien, wo dann Menschen von A nach B fahren und Skifahren, dass es dann wieder nach oben geht. Achtung, wir haben in diesem Modell auch eingerechnet eine Impfrate, die es bis 75% geht. Wenn man sieht, das ist machbar, weil das sind dann die 25%, die sich nie impfen lassen werden, beziehungsweise jeder, der mich impfen kann. Und dass die dritte durch Impfung, dass das auch weitergeht. Das ist die Voraussetzung. Und dann, ich glaube, der Florian sieht das ähnlich, dass es dann in diese Richtung so quasi dann, immer zum Mugeln wird es gehen, aber es ist nicht mehr diese Bedrohung. Durch Impfungsrate braucht es und nicht pharmazeutische Maßnahmen. Sind die Fragen, die man öfter bekommt. Und eine hat mich immer, bin ich dann schon fertig, hat mich fasziniert. Wann haben wir endlich unser altes Leben zurück? Und man dachte, okay, wie schaut unser altes Leben eigentlich aus? Der Lockdown war zu Ende und die fahren dann runter irgendwo, ist nur ein Symbolbild, aber ich habe das gleich gesehen, wir stehen im Stau. Altes Leben. Nächste, keine Kreuzfahrtschiffe sind gefahren, hoffentlich fahren die wieder. Ja, ich meine, also umweltmedizinisch ist ein Riesenproblem, ökologisch. Ja? Aber das altes Leben ist das, ich möchte das nur zeigen. Ja? Altes Leben. Gut, darauf, das ist natürlich auch ein Symbolbild für Après-Ski, wie es die meisten, gut, Wildtierhandel, altes Leben. Wet Market, so schaut es halt dann auch aus, im Flugbeutler, das sind Fledermäuse. Rodungen, intakte Ökosysteme, mehr oder minder devastieren, altes Leben. Und das auch, prekäre Arbeitsplätze. Und eines könnt ihr euch vielleicht erinnern, prekäre Arbeitsplätze waren oft ein Ausgangspunkt für enorme Cluster. Fleischverarbeitende Firmen in Deutschland, bei uns Auslieferungslager, also dort, wo es den Leuten eh schon aus anderen Gründen, wo man sagt, das gehört eigentlich nicht so, dort kann sich das natürlich vital vermehren. Ja? Also das ist auch das alte Leben, denken wir, da wollen wir doch weg. Also meine Schlussfolgerung Nummer eins, wissenschaftlich sicher geworden und Public Health hat einen ganz anderen Stellenwert als früher. Ja? Was ich, abgesehen zu sagen, mir muss man sich vereinfachen lassen, aber das, was ich sehr wichtig empfinde, oder auch wir, was wir gesehen haben, dass man das, was Wissenschaft macht und kommuniziert, besser abkoppeln muss von der Politik. Das muss weiter auseinandergezogen werden. Da bräuchte es einen sehr starken obersten Sanitätsrat, sodass das ist das, was die Wissenschaft sagt und die Politik macht ja dann was damit. Da sind dann auch andere Entscheidungen dabei. Das ist ja nicht nur das, was die Wissenschaftler wollen oder sagen. Das müsst ihr euch einmal vorstellen, das ist das, dann gibt es andere Einflüsse. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt.
das würden wir brauchen. Und mit dem möchte ich enden, ob wir etwas gelernt haben werden, werden wir noch sehen. Wer denkt, wir haben viel aus der Krise gelernt und werden was mitnehmen? Viel, viel, viel. Viel, 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 viel. Gut. Wer denkt, dass das Gegenteil, wir haben nichts mitgenommen? Gott sei Dank. Mittelmäßig die Letzten. Gut. Also irgendwas haben wir mitgenommen. Sehr fein. Danke für die Aufmerksamkeit. Fragen? Also, ein fantastischer Vortrag. Vielen, vielen Dank. Wirklich? Na gut. Ja, ich bin müde. All die Fragen, die man so hat. Meine Frage ist in Bezug auf die Public Health. Wo endet die Public Health in Bezug auf die Pandemie? Das sind ja alles sehr viele Zahlen und Statistiken. Und Sie sind aber ja nicht sozusagen in dem Gremium, was jetzt de facto, glaube ich, etwas entscheidet. Also, ich glaube, Sie sind ja sozusagen die Informationsgeber. Aber genau. Das ist richtig. Und wenn die Leute, die das jetzt organisieren, sagen, machen wir nicht. Nehmen wir jetzt mal an, wo endet sozusagen die Zustimmung? Wer ist der, der sagt, wir machen es nicht? Ist es die Politik oder ist es dann, naja, da kannst du gar nichts machen, ehrlich gesagt, weil dann ist es halt so. Die Politik hat das letzte Wort, das ist keine Frage und das kennen wir aus vielen anderen Bereichen. Ja, das muss man einfach akzeptieren. Also ganz ehrlich, es gibt viele Dinge, die wir der Politik vorlegen, die sind entweder kein Thema oder naja, jetzt nicht, später, you name it, ehrlich gesagt. Hier wurde noch, ich sage mal, vergleichsweise mehr auf dieses Gremium gehört, wer auch immer das Gremium war, ja, muss ich schon sagen. Das hat sich da verändert. Aber ansonsten, man denkt euch nur den Plastikpfand. Ja, wie lange das alles, ich meine, es ist Kompromiss, das ist keine Frage. Aber ja, das letzte Wort hat Politik bzw. der Nationalrat. Und das ist dann eine Verordnung, also Nationalrat und dann klarerweise Städte und Bundesländer, aber du kannst nur das Beste geben, du kannst mit allem, was du zur Verfügung hast, erklären, wie wichtig das ist, du kannst die Evidenz bringen, du kannst es untermauern mit Zahlen, mit Überlegungen und wie viel kostet das, wenn man es nicht macht, ist auch immer ein Argument, ist wichtig. Ja, und das machst du und das ist auch deine Aufgabe aus meiner Sicht und wenn es nicht gemacht wird, dann wirst du halt sagen, wir finden es nach wie vor wichtig und wir geben da nicht auf. Aber ob das dann vielleicht jetzt in 10 Jahren wäre, ich weiß es nicht. Merke ich, kannst du nicht machen. Ist doch okay so. Ja? Weil immerhin die Politik ist das, was gewählt ist. Und das ist dann eine gesellschaftspolitische Entscheidung, mehr oder minder. Ob uns das dann manchmal gefällt oder nicht, und ist so. Würden Sie sagen, dass im Durchschnitt, wird das ja angenommen oder? Wann? Bei dem jetzt oder insgesamt? Insgesamt, tatsächlich. Also, da würde ich, also, ich komme aus Umwelt und Gesundheit. Also was da mit Feinstaub und was da schon alles war, da sehe ich das eher alles hinten. Aber was zum Beispiel die Bewältigung der Klimakrise anbelangt, Biodiversitätskrise, so ist das weltweit, hängen wir da so weit hinterher, auch in Österreich. Also da gibt es viel Aufholbedarf, es sind unbequeme Themen, es ist meistens unangenehm auch zu kommunizieren, was ich falsch finde, weil ich denke mal, für vieles gibt es sehr positive Zugänge. Also du bewegst dich mehr, und du wirst gesünder und fitter, du isst weniger von rotem Fleisch, du wirst auch, hast weniger Risiken für Krebsarten. Also das kannst du alles sehr positiv kommunizieren, aber es ist dann letztendlich ein politisches Schlachtfeld. Noch etwas? Darf ich mich bedanken? Bitte schön. Da raschelt es wie zu Weihnachten. Ja, das ist lieb. Sehr lieb, danke, 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 danke. Jederzeit, ihr müsst mal jetzt sagen, was ihr braucht. Das ist sehr lieb, danke, danke. Warte mal, das lasse ich. Also, man hört das Team auch im Stream. Bitte? Man hört sie noch im Stream. Ja, eben, ja. Also, wenn es jetzt eigentlich vor. Geh, mach das mal runter, kannst du auch nochmal. Das ist so. So, da
Wir stecken nur kurz das Mikro um und dann geht es gleich weiter mit unserer zweiten Rednerin heute. Die Frau Vizerektorin Rieder wird einen Vortrag halten mit einem sehr spannenden Titel. Ich wünsche euch viel Spaß. Hören Sie mich? Hören mich alle? Achso, nein, es ist, sonst kann Sie ich doch. Ja, es macht keinen. Oder wäre vielleicht fast besser, wenn das bei dem Achso, wenn Sie das machen, weil ich sehe dann so schlecht. Nein, dann vergiss, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Das heißt, ich kann sie von da. Sehr gut, super. Gut, dann danke ich sehr für die Einladung und es ist natürlich für uns großartig, dass wir eine solche Public Health Serie hier mit Ihnen starten dürfen und dass Sie uns da eingeladen haben. Das ist wirklich großartig und der Professor Hutter hat es ja schon gesagt, wir haben sozusagen die letzten Monate oder sagen wir schon gefühlte 2 Jahre einen ziemlichen Aufschwung erlebt im Public Health Bereich, den wir vorher auch schon hatten, aber in ganz anderer Art und Weise. Das heißt, wir sind ja in vielen, vielen Themen unterwegs. Und der Professor Hutter, es wird Sie nicht erstaunen, ist, glaube ich, wenn wir die Medienanalyse der MedUni immer machen, und das machen wir immer einmal im Jahr, ist er derjenige mit den meisten Medienzitaten. Ja? Das heißt, er taucht immer ganz vorn auf und das ist ja auch schon ein Zeichen, wie wesentlich die Themen geworden sind. Du warst vorher schon sehr präsent, auch wenn es um Hitzeperioden in der Stadt gegangen ist und so weiter und so fort, viele Themen. Aber natürlich, Covid-19 hat uns alle enorm gefordert. Ich selbst bin Fachärztin für Public Health. Du bist ja Umweltmediziner, Internist, Diplom-Ingenieur, Techniker und so weiter. Ja, du hast ja mehrere Betätigungsfelder und Ausbildungen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon viel als Fachärztin für Public Health gemacht. Ich war circa 15 Jahre im obersten Sanitätsrat, immer wieder verschiedenste Perioden. Ich war 15 Jahre im Landessanitätsrat, auch über verschiedene Perioden oder durchgängig. Ich war, glaube ich, in vielen Gremien und bin mit vielen solcher Themen auch konfrontiert worden. Und Sie haben die Frage gestellt, naja, folgt einem dann die Politik, weil die lädt einen ja dauernd ein, ja, dass man in einem Gremium sitzt und man muss natürlich sich auch gut vorbereiten, man hat ja auch eine Verantwortung. Ich kann ja nicht einfach so aus dem Bauch heraus was erzählen, was ich glaube und meine und was ich gern hätte und wie ich gern die Welt hätte und mir vorstelle, sondern ich muss natürlich entsprechend mit einer Expertise kommen. Gibt es Evidenz dazu, wie kann man das strategisch vielleicht überlegen, wie kann man auch verschiedene Stakeholder mit hereinholen, das kommt ja alles dazu. Und wenn wir sozusagen unser Bestes gegeben haben, ist letztendlich für alles die letztendliche Entscheidung immer eine politische Entscheidung. Und Sie haben das auch irgendwie so angesprochen, na, wann wird was wichtig, ein Thema? Bei Covid-19 war es sehr schnell klar, dass es sehr schnell wichtig geworden ist. Und es gibt sowas wie Public Health Policy und da gibt es so einen Punkt, wann kommt das auf die politische Agenda, nämlich Gesundheit. Und auf die politische Agenda kommt es durch verschiedenste Mechanismen. Ja? Entweder es ist wirklich so präsent und brennt allen unter den Nägeln, dass man sagt, es ist politisch ein ganz wichtiges Thema, das heißt, es ist ein Arbeitsplatzthema, es ist ein großes Wirtschaftsthema, es ist ein Klimathema etc. Aber ist es wirklich dann ganz oben auf der politischen Agenda und es ordnet sich dem alles unter? Wir und auch Sie alle in der Medizin
haben natürlich das Bedürfnis oder das Gefühl, na, Gesundheit ist so wichtig, das muss immer ganz oben auf der Agenda stehen, kann es aber leider auch natürlich nicht, weil es gibt viele verschiedene andere Lebensbereiche, die mal ganz oben auf der Agenda stehen und die dann im Parlament etc. heftig diskutiert werden und vielleicht dann Kompromisse geschlossen werden mit den auch verschiedenen Interessensvertretern. Das ist auch klar. Bei Covid war es aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, Hans-Peter, aber aus meiner Sicht war das das erste Mal, dass Gesundheit alles dominiert hat. Das heißt, das war ganz oben auf der Agenda und es haben sich alle Politikbereiche, und da gibt es so einen schönen Begriff, der heißt Health in all policies, haben sich alle Politikbereiche dem untergeordnet. Und das hat es vorher noch nicht gegeben. Und ich habe mir auch nicht gedacht, ja, dass ich als Fachärztin für Public Health so mitten hineingestoßen werde, nach den vielen Jahren, ich bin jetzt seit 1989 dabei, in dem Fach, dass ich da so mitten hineingestoßen werde aus vielen vielen Arbeitsstunden etc. des strategischen Planens, des Wissen sozusagen auf den Tisch legen und diskutieren mit Entscheidungsträgern etc., publizieren, Konsensuspapieren, Positionspapieren, in das ganz praktische Akutmanagement einer Pandemie. Das ist aufgrund meiner Funktion passiert, als Vizerektorin Lehre, aber in der Funktion bin ich heute nicht da. Aber ich darf mich in der Funktion bei allen bedanken, bei Ihnen allen, ja, bei allen Studierenden und besonders auch natürlich bei der Studierendenvertretung. Wir haben jede Woche einen Krisenstab Lehre seit der Zeit und auch bei dir danke, Hans-Peter. Lüftungsrichtlinien waren nur möglich und Sie sehen, was da dahinter steckt. Das ist nicht so etwas, was wir uns ausgedacht haben, ja? Sondern jeder Raum wurde beurteilt nach ganz bestimmten Kriterien. Es wäre kein Med.at möglich gewesen, wenn wir nicht gemeinsam solche Entscheidungen getroffen hätten, weil das Ministerium hatte nur von uns erwartet, es zu tun. Das heißt, es war ganz wichtig, dass wir Med.at machen, auch letztes Jahr als es noch eine viel schwierige Situation war, weil wir noch viel weniger gewusst haben. Wir hatten keine Impfungen. Mit dem Testen war es nicht möglich, riesige Massen zu testen auf einmal in kurzer Zeit. Das war, also ich habe mich Stunden unterhalten mit Labors, ja, wie das gehen könnte. Aber das war alles nicht möglich. Aber wir haben es dann umsetzen können aufgrund unserer gemeinsamen sozusagen Expertise des Gremiums, der Konsensbildung und letztendlich eine Entscheidungstreffung. Das heißt, die politische Entscheidung wurde getroffen, es braucht unbedingt ein Med.at, wir können nicht eine Generation, sozusagen eine Kohorte auslassen, die keine Chance haben, ein Medizinstudium zu machen, weil was anderes hätte man nicht gewusst, was man machen sollen. Aber es war auch auf der anderen Seite eine politische Entscheidung, auch von uns, es durchführen zu können. Aber dann war man natürlich auch in der Pflicht, es durchzuführen und so, dass nichts passiert. Das war der größte Event in der Covid-Krise letztes Jahr, glaube ich, den es überhaupt gegeben hat. Also es ist sicher über die Bühne gegangen und so ist es dann weitergegangen. Das heißt, das hat nicht aufgehört. Ja? Und ich habe begonnen im Einzelfallmanagement, also im Mikromanagement noch mit der Frau Professor Buchhammer. Ja? Da hatte sie noch Zeit, das war im Jänner, Februar, da waren schon die ersten verdächtigen Situationen, als Studierende aus China gekommen wären, wo ich schon gesagt habe, bitte nicht, ja, da spielt sich was ab, das möchten wir irgendwie nicht. Plötzlich von uns Studierende, die sind in Taiwan gesessen, in Shanghai etc., haben von uns vom Flughafen aus angerufen, haben gesagt, ich weiß nicht, die Universität dort will mich nicht mehr nehmen, ich kann dort nicht hin. Ich komme jetzt zurück, ja, ich habe die Frau Professor Buchhammer angerufen und gesagt, was machen wir, ja, wie müssen wir mit dem umgehen, der jetzt da zurückkommen will, etc. Das heißt, ich habe wirklich im Einzelfallmanagement noch Pandemie-Management gemacht, aber da war es noch keine Pandemie und dann war der Hammer, der 24. Februar 2020, als die Erasmus-Studierenden aus Norditalien nach Wien gekommen sind, die waren schon da zum Teil,
Und da ist es richtig explodiert dort. Und unsere Studierenden dort waren in verschiedensten Universitäten auch verzweifelt angerufen, haben gesagt, die Universität ist geschlossen worden, ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause komme, etc. Das heißt, auch hier haben wir dann dieses gemanagt. Und meine größte Angst war, das war wirklich schlaflose Nächte und mit dem International Office halbe Nächte durchgearbeitet, die Leute zu finden, wo sie sind, sie abzuhalten davon, dass sie in die Spitäler gehen, ihr Praktikum machen, weil die haben ja auch nicht gewusst, woher die Studierenden jetzt kommen, die waren ja selber gerade überfordert mit dem, was da in den Spitälern auf sie zukommt, und sie in Quarantäne zu schicken. Ja, wir haben jeden Einzelnen gesucht, angeschrieben, angerufen, und so ist es uns gelungen, sozusagen mal die erste ganz heikle Phase abzuwenden, und es ist nichts passiert. Und dann war eh schon Lockdown, aber ein paar Tage vorher, das war ja auch schwierig politisch, weil wir haben schon das Gefühl gehabt, das wird nicht gut ausgehen, ja, wir müssen sicher zusperren. Und wir waren schon vorbereitet, aber das war auch sozusagen, wir haben uns stündlich abgestimmt, auch im Rektorat mit dem ganzen Curriculum-Direktion, mit allen, also sozusagen, die zuständig sind, und haben dann am 10. März 7:05 die Türen geschlossen und die Anschläge gemacht an den Türen, was los ist. Und da bin ich mit dem Werner Horn gesessen, weiß nicht, 6 in der Früh, haben gesagt, jetzt ist es soweit, zusperren. Das heißt, als Fachärztin für Public Health habe ich mir das natürlich alles gut vorstellen können, warum wir das alles tun müssen und was wir jetzt alles tun müssen und was jetzt auf uns zukommt. Aber das war so wirklich eine Feuerprobe für jemanden, der sich 30 Jahre in dem Feld bewegt. Für dich wahrscheinlich auch, weil du warst dann plötzlich in ganz anderen Themen drinnen, immer akut, also sagen wir, sind immer akut gefordert worden. Und das war aber etwas, wo wir auch heute aufzeigen können, wir haben sehr viel gelernt und wir haben gemeinsam hier sehr viel gelernt und haben auch wirklich ein Expertenteam unter uns auch gebildet, mit allen auch Betroffenen, auch eben den Studierenden, und so war mein Erlebnis, und das Zentrum für Public Health war plötzlich sozusagen ganz mittendrin auch in diesem Erlebnis. Wir sind ja viele, wir sind 80 Leute, und viele von uns sind auch da ganz unmittelbar involviert. Warum wir den Titel gewählt haben, kompliziert oder komplex, ich möchte sozusagen noch jetzt mein praktisches Erleben, und dieses praktische Erleben von mir und was wir da alles beschlossen haben, ist auch Politik in einer Art und Weise, weil die Entscheidungen, die wir dort getroffen haben, haben sie dann als Verordnungen bekommen, und diese Verordnungen haben dazu geführt, dass sie Distance Learning hatten, dass sozusagen all das, was sie gespürt haben im Unterricht, was sie unmittelbar betroffen hat, ist daraus entstanden. Es ist natürlich auch letztendlich eine Entscheidung, die kann man sagen, naja, war das unbedingt notwendig oder nicht, und retrospektiv schaut manches ganz anders aus. Das ist auch das Dilemma der Prävention. Wenn man was verhindert hat, das ist immer sehr schwer, du hast das schön gezeigt, zu berechnen, was es gekostet hätte, und die Fälle, die man vermieden hat, das zu berechnen. Aber die hat man ja nicht gespürt. Ja? Das heißt, uns sind vielleicht Modellannahmen, und wenn man die Daten anders eingibt, andere Daten hernimmt, dann kommt wieder was anderes raus. Das ist das an den Modellen auch natürlich das, der tricky Teil an den Modellen. Ja? Aber Prävention funktioniert nur so. Und es hat eine Gesundheitsministerin gegeben vor über 15 Jahren, da waren wir auch schon sehr involviert, da war nämlich die Gefahr der Influenza-Pandemie, die uns dann nicht getroffen hat, aber was hat sie gemacht? Sie hat Masken gekauft, eine Menge. Das einzige Medikament war Tamiflu. Die Impfungen hat es natürlich gegeben, aber eigentlich haben wir nicht gewusst, welchen Stamm macht jetzt die Pandemie dann tatsächlich. Es hat einen Pandemieplan gegeben, es wurden die Schlüsselpersonen identifiziert, es wurden die ganzen Impfpläne geschrieben. Die EU hat schon Planspiele gemacht, wie das alles ablaufen wird in der Pandemiebekämpfung. Was ist passiert? Sie wurde, nachdem sie nicht mehr Ministerin war, schwer gescholten, Rechnungshofprüfung etc., wieso sie so viel Geld ausgegeben hat für so sinnlose Masken. Ja, die lagern jetzt irgendwo für das Tamiflu, das läuft da irgendwie das Verbrauchsdatum ab, weil wir haben es eh nicht gebraucht. Ja.
das ist eben Prävention, weil wenn wir es gebraucht hätten und nicht gehabt hätten, wäre das ein massives Versagen, ja, der Politik, weil sie hat dort eben auch natürlich Expertenrunden gehabt, auf denen sie gehört hat. Was ist noch passiert? Es waren viel zu wenige Masken am Beginn der Pandemie da. Also wir haben, ich selbst bin die Apotheken abgeklappert, um für meine Eltern zu Hause FFP2-Masken zu besorgen, ja. Weil einen anderen Schutz hat es nicht gegeben und ich bin von Apotheke zu Apotheke, weil es keine gegeben hat. Man hat diese alten Masken von damals wieder aus dem Bundesheerbunker herausgeholt und geschaut, kann man die nur irgendwie so aufbereiten, das kannst du dir besser wahrscheinlich das irgendwie erklären, wie man alte Masken aufbereitet wieder, ja. Ob man sie noch verwenden kann. Das war sozusagen das Resultat daraus, weil man gemerkt hat, und dann habe ich mal den Pandemieplan von damals hingelegt, weil jeder gesagt hat, es gibt nicht einmal einen Plan und das ist ein Wahnsinn. Ich habe gesagt, da gibt es einen Pandemieplan, den muss man halt neu schreiben, aber einen Pandemieplan gibt es. Das heißt, es geht auch wahnsinnig viel Wissen verloren und deshalb ist wichtig, Lessons learned, dass auch dieses Wissen nicht mehr verloren geht, ja? Das wir jetzt haben in der Pandemie und wie man Pandemien vielleicht plant. Aber das ist nicht nur österreichisches Thema oder ja, hoffentlich nicht Dilemma, sondern das ist ein weltweites Thema natürlich, das alles nicht zu vergessen und wirklich sich auch für nächste strategische Überlegungen zu merken. Den kennen Sie alle. Wo steht das Denkmal? Wo ist Semmelweis? Und bei der Bautag, genau. Da sind sogar zwei, da ist eine sozusagen Gedenktafel und da ist eine Büste von Semmelweis, die wir direkt von der Semmelweis Universität bekommen haben, vor, glaube ich, 2 Jahren, da sind wir noch irgendwie eng zusammen bei einem Foto gestanden. Aber Semmelweis ist so der Inbegriff, ja, der war weder Epidemiologe, nur hat er wunderbare Aufzeichnungen gemacht, epidemiologische, über das Kindbettfieber an den beiden Frauenkliniken. In der einen Frauenklinik waren die Medizinstudierenden, die auch in die Pathologie gegangen sind und in der anderen waren die Hebammen in der anderen Klinik, die sind nie in die Pathologie gegangen und die Medizinstudierenden, auch Ärzte, haben von der Pathologie kommend die Frauen wieder untersucht und so ist sozusagen dann das Kindbettfieber in einem großen Ausmaß entstanden und Sie sehen die riesen Unterschiede in der Sterblichkeit bei den Müttern und die Frauen in Wien haben das gewusst, ja, weil die haben an geraden und ungeraden Tagen die Aufnahme gehabt zur Geburt in Wien und die haben die Panik gehabt, wenn sie gewusst haben, das ist der Tag, wo die Geburt ansteht, dass sie möglicherweise an die Klinik kommen, wo so viele Frauen sterben. Semmelweis hat dann aufgrund auch, man muss sagen, Beobachtung, Zufälle und so weiter, hat er dann gesehen, sein bester Freund, der Pathologe, hat sich eben verletzt beim Sezieren an einer solchen Leiche mit Sepsis und hat die gleichen Symptome entwickelt und das hat alles irgendwie gleich ausgeschaut, so hat er das zusammengeführt. Das heißt, manchmal entsteht etwas, was für die Gesamtbevölkerung extrem wichtig ist, einfach einmal aus einer Beobachtung. Also seien Sie immer achtsam, beobachten Sie ganz genau und stellen Sie auch die richtigen Fragen dann gleich dazu. Und wenn man sozusagen viele Fragen hat, gibt es vielleicht einzelne davon, die wirklich dann relevant sein könnten. Und so ist es dann daraus entstanden, da gibt es eine lange Geschichte drüber. Ich habe mal die Originalaufzeichnungen, die er gemacht hat, seitenweise, ja, er hat jeden Tag das alles dokumentiert, die gibt es im Josephinum, ich bin als Vizerektorin auch für die alten Bestände, archivarischen zuständig, also das Originaldokument haben wir da von Semmelweis. Naja, er hat jetzt keine Orden bekommen, er ist auch nicht Ordinarius geworden, man hat ihn eher angefeindet und er hat dann eben auch die Händedesinfektion eingeführt. Und das Interessante, weil man natürlich ein bisschen auch Schuld gehabt hat an dem Ganzen, dieses Schuldgefühl, aber das sollte hier dann keine Rolle spielen, nur wenn ich nicht lernfähig bin, ja, dann ist es natürlich was anderes. Aber trotzdem hat man die Maßnahme dann weiter irgendwann umgesetzt. Und das ist das Interessante. Obwohl er ja nicht hoch dann geachtet wurde und sich sehr wenig durchsetzen konnte mit dem und hat zwar einige Unterstützer gehabt. Was ist jetzt Public Health? Der Hans-Peter Hutter hat es ja schon auch natürlich definiert.
Das heißt, immer wenn es gleich um eine größere Bevölkerungsgruppe geht, dann soll man zum Public Health Experten gehen. Derzeit gehen viele zu Public Health Experten, auch wenn natürlich der klinische Bereich extrem gefordert ist durch die Pandemie, klarerweise. Worauf es ankommt, damit es auch wirklich funktioniert, ist ein Collective Action. Ja? Und diese Collective Action, die machen wir gerade alle gemeinsam an der Universität, dass wir da gut durchkommen und alles soweit aufrechterhalten können. Generell eben, um auch die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Es gibt viele verschiedene Public Health Definitionen. Eine ist sozusagen auch, zeigt, glaube ich, auch sehr gut, dass es ein ganz breites Thema ist. Ja? Es geht von Tabak bis über sichere Verkehrsmittel, bis zur Kindergesundheit, bis eben Viruses. Also das ist das ganze Feld und es kann eigentlich ein einzelner Public Health Mensch, sage ich, ein Health Professional, kann nicht das ganze Thema abdecken. Darum braucht es so stark diese interdisziplinäre Zusammenarbeit und letztendlich haben wir aber immer das gleiche Ziel. Diese 5Ds, worum es dann auch geht, ist gerade in der Pandemie, wir wollen sozusagen Death, Disease, Disability, Discomfort, Dissatisfaction, das wollen wir reduzieren, verhindern, hintanstellen. Und diese 5Ds, das ist etwas, was gerade in der Pandemie jetzt ja besonders natürlich alles betrifft. Ja? Disease ist ganz klar. Death ist auch ganz klar. Und da haben wir einen Riesenauftrag. Disability ist auch klar. Denken Sie nur an Long-Covid. Und ich habe letzthin mit der Leiterin der Long-Covid-Rehabilitation gesprochen von der AUVA. Also die hätten viel mehr noch Patienten und Patientinnen, die sie nehmen müssten. Ja? Dissatisfaction, Discomfort betrifft den sozialen Bereich. Auch da haben wir einen großen Auftrag. Ja? Das heißt, wie können wir auch hier in dem Bereich wirksam werden, ohne uns nur auf Death und Disease zu konzentrieren. Und jetzt kommen wir dann eben zu der Frage, na, ist es eh alles ganz einfach, es ist zwar kompliziert, weil Maßnahmen sind vielleicht kompliziert, weil man noch nicht genau weiß, vielleicht auch im klinischen Bereich, was ist besonders wirksam, bei welcher Patientengruppe oder ist zwischen Public Health Maßnahmen und klinischen Maßnahmen überhaupt kein Unterschied. Das heißt, Public Health Intervention haben einmal schon den einen Punkt, dass sie vor allem in die Richtung Prävention gehen, Gesundheit zu verbessern, dass es eher vielleicht auch um die gesamte Bevölkerung geht, um Communities geht, was ich im klinischen Bereich jetzt nicht habe, da habe ich immer sozusagen den Einzelnen, die Einzelne von mir. Und da geht es immer dann um eine Gruppe, die möchte ich behandeln. Das ist die klinische Intervention und auf der anderen Seite habe ich immer gleich eine Gruppe, die sehr inhomogen sein kann. Das heißt, wenn man das diskutiert, was ist komplex und komplex ist wahrscheinlich dann eher die Public Health Intervention, aber bei der klinischen Intervention, das muss sehr auch natürlich prädiktiv sein. Ja, wenn ich mich heute einer Operation unterziehe, dann gehe ich mal davon aus, man hat unheimlich viel Erfahrung in der Technik und vom Outcome weiß man einfach, was da zu erwarten ist. Das heißt, sehr prädiktiv. In der Public Health Intervention ist es nicht ganz so, ja? Weil ich habe einen größeren Grad, dass ich mich auch irren kann. Und das, was wir jetzt tagtäglich erleben seit letztem Jahr, ist sehr Widersprüchliches oder dass wir Maßnahmen immer wieder anpassen müssen, dass neue Maßnahmen dazukommen, dass Technologien besser werden und dann plötzlich Maßnahmen ablösen, die dann so ausschauen, als wenn es eh nicht notwendig gewesen wäre. Das heißt, es ist mit einem viel größeren Degree of Error versehen, eine Public Health Intervention. Weil wenn ich in die Gesamtbevölkerung hineingehe, dann kann ich auch nicht davon ausgehen, dass sich alle impfen lassen. Das heißt, super, hurra, wir haben einen Impfstoff. Ja, das größte Ereignis in einer Pandemie waren die ganz
schnell einen Impfstoff habe. Das ist eine Sensation. Das haben, also ich muss sagen, ich habe mir das nicht erwartet letzten März, dass wir tatsächlich einen Impfstoff haben Ende des Jahres. Das war eine wissenschaftliche Sensation und eine unglaubliche Anstrengung. Ja. Natürlich waren Vorarbeiten da, Vorerfahrungen, aber in der Zeit auch für die Bevölkerung so viel Impfstoff produzieren zu können, das ist ja keine einfache logistische Aufgabe. Natürlich muss man sagen, es war weltweit nicht gleich. Ja. Wir sind in einer hochprivilegierten Zone, wo das so der Fall ist. Aber von dem kann ich auch nicht ausgehen. Das heißt, wie wir Pandemie-Management begonnen haben, haben wir nicht angefangen zu rechnen, aha, Ende des Jahres haben wir einen Impfstoff, also bis dorthin machen wir so und dann ist es eh ganz anders. Dann tun wir uns viel leichter. Ja, das wussten wir alle nicht. Das heißt, man arbeitet auch viel mehr ins Ungewisse hinein und das darf in der klinischen Medizin eigentlich nicht sein. Ja? Dass ich dauernd ins Ungewisse hinein arbeite und halt Trial and Error mache, das geht überhaupt nicht. Man sagt immer, Computer und Flugzeuge sind sozusagen sehr komplizierte Systeme. Wenn ich so in ein Cockpit hineinschaue, ich habe schon lange in kein Cockpit mehr hineingeschaut, weil ich noch immer das Fliegen vermeide. Aber es schaut sehr kompliziert aus. Ja? Aber das muss man lernen, da gibt es dann das Training dafür. Und so wie den Da Vinci zu erlernen für Operationen, das lernt man. Es ist kompliziert, aber es lernt man. Und es ist eben auch dann prädiktiv. Ja? Es ist vorhersehbar, wenn ich es gut kann, was ich damit machen kann. Die Public Health Interventionen sind halt dann wirklich komplex. Das heißt, ich habe mehr von einem komplexen System als von einem komplizierten System. Auch wenn die Diskussionen oft kompliziert sind und sie erscheinen einen oft sehr kompliziert, ja, und nervenaufreibend, weil man auch diese Risikokommunikation und diese natürlich auch das nicht mehr verstehen, warum man eine Maßnahme nicht annimmt, weil sie ja aus unserer Sicht den größten Effekt hat, aber trotzdem bleibt es komplex. Das heißt, es gibt an der MedUni ja auch einen Complexity Hub. Sie haben sicher davon schon gehört, da ist der Professor Turner, der Kollege Klimek, die haben die ganzen Modellierungsberechnungen gemacht, wie wird es weitergehen mit der Pandemie, wie werden die Zahlen sein, wie werden die Intensivbetten sein. Na, Sie können sich vorstellen, was die alles erleben, wenn die Modellierung nicht ganz genau stimmt. Und das war wieder mal so vor 3 Wochen, ja, sie haben viel mehr prognostiziert, eigentlich eine Frechheit, ja, weil eigentlich ist alles gar nicht so schlimm. Aber das sind eben Modellierungen mit den Daten und mit den Prognosen, mit denen sie umgehen müssen. Und das ist eben nicht nur kompliziert, mathematisch, ja, das macht dann ein System, das man ja auch erst programmieren muss, aber es ist komplex. Und das ist sozusagen der Unterschied. Das heißt, wenn man so ein komplexes System hat, verlangt man aber auch von der komplexen Intervention immer sofort die Evidenz. Und sie wissen aus den Medien, da gibt es auch Leute, die dann sagen, naja, das ist ja nicht evidenzbasiert, ja, einfach so, das kann immer so in den Raum stellen, das ist ein super Totschlagargument, ja, das hat ja keine Evidenz, das ist nicht lang genug noch in Studien untersucht worden, da gibt es keine randomisierten, kontrollierten Studien zum Maskentragen. Na, würden Sie die österreichische Bevölkerung jetzt einteilen in Maskentragen, Geimpfte, Ungeimpfte, Genesene, die einen tragen nur Mund-Nasen-Schutz, die anderen tragen FFP2-Maske, sie machen sozusagen eine randomisierte, kontrollierte Studie und schauen einmal, was rauskommt. Wenn ich von vornherein weiß, dass die FFP2-Maske den besseren Schutz hat als nur eben Mund-Nasen-Schutz, wenn ich gerade ein hohes Risiko habe in der Bevölkerung, na, das würden sie nicht tun. Aber da gibt es Leute, die sagen dann, naja, da hat es ja keine randomisierten, kontrollierten Studien gegeben. Wo ist da die Evidenz, ja? Und so sind sie ununterbrochen mit solchen Dingen konfrontiert. Es gibt natürlich Public Health Evidenz. Das ist klar, es gibt auch Methoden dafür und es gibt manches, da brauche ich länger und manches, da brauche ich kürzer und manches, da muss ich nicht lange noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal eine Untersuchung machen, weil das liegt auf der Hand. Also es gibt auch einfach Untersuchungen, so wie Sie es mit der Maske gesehen haben, da brauche ich nicht noch einmal die 25.000. Studie machen, ja, und mit jeder Bevölkerungsgruppe
ob das wirklich funktioniert. Das heißt, beim komplexen System, ich habe eine Vielzahl von interagierenden Komponenten, das haben wir jetzt gerade bei der Pandemie, eine Vielzahl interagierender Komponenten. Jetzt sind wir wieder mit Delta Plus konfrontiert. Das heißt, die Leute lesen das heute in der Zeitung. Ja, gestern hat es begonnen mit den Kommentaren. Was glauben Sie, was passiert? Man wird, die einen werden furchtbar aufgeregt sein, die anderen werden sagen, na, die Impfung hilft wahrscheinlich dagegen, sowieso jetzt auch nicht. Ja? Wozu soll ich mich dann impfen lassen, wenn, obwohl man eh schon geschwankt hat, ob man es nicht doch tut, weil da gibt es ja schon wieder eine Variante etc. Und da weiß man ja noch gar nicht, ob die Impfung auch da wirklich ausreichend ist und welche Impfung. Das heißt, Sie werden wieder alles Mögliche haben. Sie haben so viele interagierende Komponenten, wo Sie einfach auch einmal durch müssen. Dann ist sehr vieles sozusagen auch in der Selbstorganisation, weil es in der Gesellschaft sich abspielt. Das heißt, Sie haben nicht jemanden auf der Station, den Sie jeden Tag sozusagen visitieren, sondern Sie haben eine Bevölkerung, die diese Maßnahmen, das ja irgendwie klinische Maßnahmen sind, ja, und medizinische, die Sie umsetzen müssen, ganz allein. Und das ist eine Selbstorganisation, die Sie nicht unter Kontrolle und nicht im Griff haben. Und das heißt, auch natürlich die Kausalität ist immer eine Frage und dann tauchen Dinge wieder ganz akut auf, wie zum Beispiel eine neue Virusvariante. Ja. Und die Medien natürlich sind hier ein maßgeblicher Faktor, klarerweise, auch der Hans-Peter Huth hat es gezeigt, wenn dort steht, Masken schaden mehr als sie nützen, zack. Ja. Und die Wissenschaft ist ja vielleicht viel zu differenziert und zu analytisch dann auch in den und zu kompliziert. Das ist vielleicht ein kompliziertes System dann, wenn ich im Risikomanagement sage, alles Mögliche, was da alles ist. Ja, es braucht auch einen Satz, der genau auf der anderen Seite so steht. Da ist halt dann die Frage, wo ist das Vertrauen dann gelagert? Ja, und wie einfach kann ich die Botschaft des doch sehr komplizierten Zusammenhangs in der Virologie darstellen. Es gibt eine super Meta-Analyse, die ich Ihnen empfehlen kann. Da geht es nicht um Covid-19, aber das ist eine Meta-Analyse komplexer Interventionen im Public-Health-Bereich. Also wenn Sie sich da ein bisschen vertiefen wollen in die Komplexität von Interventionen und auch in die Methodik, dann kann ich das sehr empfehlen und deshalb habe ich es da mitgenommen, eine aktuelle Arbeit. Was haben wir eigentlich für Möglichkeiten, damit wir doch durchdringen? Ja? Es gibt die Policies. Policies ist eine, dass wir haben eine Policy sozusagen, die dann auf einer Verordnung, in einer Verordnung festgemacht wurde. Wir tragen FFP2-Masken. Also ich bin schon dreimal geimpft, ich sage es gleich. Und wir haben Gesetze, wo wir es dann auch in Gesetze gießen. Und Sie sehen immer, wir haben zuerst die Medienmitteilungen bei Covid. Und warten immer noch auf das Gesetz, das entsprechende und die Verordnung. Jetzt tun wir uns immer schwer, wenn diese Verordnung nicht heraus ist, dass wir uns auf diese Verordnung beziehen müssen. Kennen aber nur die Pressemeldung. Das heißt, es war in den Anfängen noch schwieriger, als es jetzt ist. Ja? Und jetzt haben wir so die Basisstruktur unserer Gesetze, wo halt immer eine Novelle dazukommt und eine Novelle. Und sozusagen ein Anhang, eine neue Anlage zur Verordnung. Jetzt haben wir 2,5G, vorher hatten wir 3G. Das heißt, das können wir dann auch einfacher umsetzen. Aber Gesetze sind was ganz Wichtiges. Ja? Das ganze Regulative, wie werden dann die ganzen Gesellschaftsbereiche organisiert, bis hin eben, gibt es die entsprechende Workforce, auch für den Public Health Bereich. Gibt es genügend Leute, die zur Verfügung stehen, außer jetzt im klinischen Gesundheitswesen, sozusagen im gesamten Gesundheitsbereich, die auch als Public Health Leute hier, Professionals, in Gremien sitzen können, tatsächlich auch Dinge umsetzen. Wie viele Amtsärztinnen und Amtsärzte gibt es? Wir haben da ein extra Praktikum erreicht im klinisch-praktischen Jahr in Niederösterreich und das wird auch bezahlt. Das heißt, dass man sich einmal 8 Wochen lang, das über die Sozialmedizin, 8 Wochen lang aus dem Public Health Bereich sich das anschauen kann. Ich kann das sehr empfehlen, weil das ist jetzt erst vielleicht so bekannt geworden, wie wichtig Amtsärztinnen und Amtsärzte sind. Und es hat sich auch gezeigt, dass es zu wenige davon gibt. Und bis hin zum Social Marketing, das heißt, wie bringt man
wie bringt man Gesundheit in die Bevölkerung mit Marketingstrategien? Wie kann man ein gutes Marketing machen, zum Beispiel für die Impfung? Welche Impfung hat das beste Marketing? Und die höchste Durchimpfungsrate jetzt bei den Erwachsenen. Bitte? Ich meine jetzt nicht Covid, außerhalb von Covid. Covid ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ja? Also es ist zwar noch nicht gut genug für die Pandemie, aber generell im Vergleich zu anderen ist sie ziemlich gut. Polio? Ja, weil da gibt es weltweite Aktivitäten. Da sind wir ziemlich gut durch. Aber zum Beispiel in Österreich, was ist die, bitte? Die FSME. Also jeder von uns kennt die Zecke auf dem Plakat, das begleitet uns schon seit vielen, vielen Jahren. Super Social Marketing, 85% Durchimpfungsrate. Grippeimpfung, die wird erst jetzt interessant mit Covid kombiniert und kommt jetzt stark ins Gerede, ja, wieder. Mit Gerede meine ich positiv. 9% Durchimpfungsrate. Liegt es am Social Marketing, liegt es an der Risikokommunikation, liegt es an der Einstellung zu der Erkrankung? Es sind verschiedenste Faktoren, das heißt, da spielen viele Dinge zusammen, die ich jetzt alle gar nicht auflösen kann. Ja? Ich kenne nur das Ergebnis und muss irgendwie schauen, gibt es eine Strategie, dass es ein besseres Ergebnis gibt. Also das zum Beispiel zum Social Marketing. Es gibt aber dann natürlich eine Ausbildung für Public Health. Bei uns gibt es jetzt 3 Fachärztinnen, Fachärzte in Ausbildung am Zentrum. Eine ist schon so 2/3 fertig, die anderen beiden haben gerade begonnen. Und es gibt aber sozusagen eine europäische Association auch für die Public Health Schools und die haben ein neues Papier 2018 herausgebracht, das ist die 5. Edition, zu den Core Competences for Public Health Professionals. Das heißt, da lehnen sich auch unsere Rasterzeugnisse an etc., dauert ja auch 6 Jahre. Und interessanterweise, ich habe ja nicht alles mitgenommen, sind einmal 6 wichtige Kapitel beschrieben und eines ist natürlich auch, wie man natürlich auch hier Interventionen, Strategien, Policies aufsetzt, bis hin natürlich auch zu den ethischen Komponenten all der Public Health Maßnahmen, weil das muss man ja immer mitdenken, auch die ethischen Core Competences nicht auszulassen, weil das ist in dem Bereich besonders auch wichtig, weil wir immer gleich eine große Bevölkerungsgruppe natürlich auch als zu behandelnde Gruppe haben. Und da gibt es viele verschiedene Beispiele natürlich dafür, wo das wichtig ist. Und ich habe Ihnen nur, man kann das jetzt lesen, aber es ist nicht dafür gedacht, dass Sie das Einzelne durchlesen. Ich kann Ihnen nur sagen, es hat 30 Seiten Core Competences in den 6 Chapter. Das heißt, einer natürlich wird jetzt nicht in allen Bereichen Superhero sein und für alles von der Umweltmedizin bis zur Infektiologie bis zur Tabakkontrolle alles beherrschen, ja? Sondern es gibt natürlich wichtige Dinge, die man lernen muss in der Facharztausbildung, aber etwas ganz Wichtiges habe ich Ihnen hier mit einem Pfeil unterstrichen. Das heißt, hier geht es um Public Health Emergency Preparations und das ist ein ganz wichtiger Teil von Public Health Ausbildung und das sind Core Competences. Und was dort auch steht, und deshalb habe ich dort den Pfeil hingegeben, man muss auch mit Uncertainty umgehen lernen, mit den Unsicherheiten, mit denen man einfach konfrontiert ist. Und wir sind tagtäglich mit Unsicherheiten konfrontiert. Jetzt reden wir gerade über Sommersemester. Wir fühlen uns ein bisschen sicher, ja, weil wir wollen es sozusagen anders gestalten als die letzten 3 Semester, klarerweise. Aber es gibt immer eine Unsicherheit. Und je nachdem, wie wir das diskutieren und wenden und drehen und wie viel Zeit wir vergehen lassen können, bis dass wir eine grundsätzliche Entscheidung getroffen haben. Wir haben eigentlich schon eine Entscheidung getroffen, aber trotzdem sind wir in einer Uncertainty.
letztendlich immer noch. Ja, aber wenn alles, was uns die Prognostiker sagen, eintritt, mit durch Impfung etc., dann spricht überhaupt nichts dagegen. Aber man hat auch die Zeit nicht. Ja? Man kann nicht so monatelang sich den Gedanken hingeben, was wäre, wenn. Man muss handeln, weil man es planen muss. Das ist ein ganz starker Planungsaspekt. Aber diese Uncertainty, um Entscheidungen auch trotzdem treffen zu müssen, das bleibt über. Aber das ist in der klinischen Medizin auch oft nicht anders. Das heißt, ich habe vielleicht 3 verschiedene Optionen für die Patientin oder den Patienten und es ist auch nicht ganz sicher, welche Option für diese Patientinnen und Patienten gerade die richtige ist. Es bleibt auch eine Unsicherheit, aber es ist viel vorhersehbarer, als ich es zum Beispiel jetzt in der Pandemie habe oder auch in anderen Public Health Themen. Das heißt, über die vielen anderen will ich ja heute gar nicht reden. Und ganz was Wichtiges ist aber Emergency Risk Communication zu lernen. Es gibt wirklich spannende Arbeiten, wie nordische Länder es geschafft haben, die Risikokommunikation zu machen, zum Beispiel Dänemark. Und also Dänemark ist ein großes Beispiel und die haben höhere Durchimpfungsraten und sind besser unterwegs, weil dort gibt es auch wirklich Forschung zur Risikokommunikation. Und diese Methoden wirklich anzuwenden und tatsächlich auch professionelle Risikokommunikation für die Bevölkerung zu machen, ist ein Riesenthema. Und wir glauben immer, das muss man irgendwem überlassen, aber auch wir alle sind gefordert, bestimmte Risikokommunikationstools auch zu lernen. Diese Uncertainty ist etwas, was ich jetzt nur ein paar Beispiele rausgesucht habe. Eines ist zum Beispiel dieses Modellieren. Ja? Das heißt, das ist eine Arbeit, wo man sich angeschaut hat, epidemiologische Modelle, welchen Impact die Public Health Interventionen gehabt haben. Natürlich, je nachdem, welche Daten in das Modell eingegeben wurden, umso stärker waren entweder der Impact, wie er dann auch berechnet worden ist, oder umso schwächer. Und kann ich das dann auch später weiterempfehlen? Also so ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel, das heißt ein Rapid Scoping Review. Das heißt, es tauchen ganz neue Begriffe in der Wissenschaft auf, nämlich häufiger. Das hat es früher nur ab und zu gegeben, wenn ich ganz eine interessante Neuigkeit hatte. Rapid Communication war immer wieder beliebt, hat aber nichts gezählt zu den Habil-Punkten zum Beispiel. Aber eine Rapid Communication war jetzt halt verschiedensten Themen. Ja, wenn man glaubt hat, das, was ich jetzt gerade entdeckt habe, das muss ich sofort allen mitteilen und es wird auch angenommen. Aber hier ist zum Beispiel die Cochrane Library, die ja für evidenzbasierte Medizin natürlich auch so eine Institution ist, die aber auch natürlich sich jetzt einmal die Maßnahmen anschauen muss und die kann auch nur die Studien, die veröffentlicht sind und die jetzt in der Qualität der Studie passen, in diese Reviews mit aufnehmen. Und da geht es halt um die ganzen Schulmaßnahmen. Ja, sie haben einige gefunden, die gut wirken, andere, die weniger gut wirken, aber der Kontext fehlt natürlich auch, weil ich kann Schulmaßnahmen in Österreich sicherlich nicht vergleichen mit Schulmaßnahmen vielleicht in China. Das heißt, ich habe wiederum auch einen anderen Kontext und einen anderen Zusammenhang und ich kann nur das verwenden, was publiziert ist. Und das dritte ist Travel-Related Control Measures. Das kennen wir alle, ja. Da sind wir alle davon betroffen. Es tut mir sehr leid, dass wir die Mobilität nicht in dem Ausmaß leben konnten, jetzt in den letzten 3 Semestern, als wir sie vorher, glaube ich, recht gut forciert haben. Aber es ist uns die Pandemie praktisch im Weg gestanden. Ja, das soll sie nicht mehr. Wir haben heute auch besprochen in unserer Taskforce, Covid-Lehre Taskforce, dass im Sommer alles wieder normal laufen soll und eigentlich kriegen alle schwere Termine und es wird alles organisiert. Also das ist einmal beschlossen. Aber welche Maßnahmen da wirklich geholfen haben, also die Cochrane Library ist auch hier sozusagen gesagt, es gibt eine Complex Evidence. Das sagt ja schon alles, ja. Das heißt, es gibt, wenn ich mehr PCR-Tests anwende, dann ist es auch sicherer, wenn sozusagen hier Grenzen überschritten werden von einer sozusagen Viruslage in die andere, in die epidemiologische Lage hinein etc. Das heißt, es hängt von so vielen Faktoren ab. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen zeigen, aber wir sind eh noch gut in der Zeit, oder?
Epidemiologie. Auch Epidemiologie war immer so ein statistisches Fach und ich weiß nicht, wie sehr Sie die Epidemiologie sonst schätzen. Wenn Sie epidemiologische Studien irgendwie, wenn Sie Berechnungen machen müssen, wenn Ihnen das recht theoretisch vorkommt und mit Medizin irgendwie so wenig irgendwie zu tun hat, es sind zwar medizinische Daten, klinische Daten, Gesundheitsdaten der Bevölkerung, aber Epidemiologie ist ein bisschen ein trockenes Fach. Epidemiologie hat in der Pandemie alles verloren, was es sozusagen an trockenem Fach hatte, weil wir tagtäglich, da gehen wir auf ORF online, schauen uns sofort epidemiologische Daten an. Ja? Kein Mensch von uns hat das jemals getan und schon gar nicht in der Bevölkerung draußen. Wir verfolgen sofort die Statistiken, wir schauen, aha, wie ist es bei den Geimpften, Doppelgeimpften, wie viele sind da im Spital? Das heißt, wir sind sehr beobachtend, wir sind sehr alerted, ja. Und natürlich, je nachdem, wie wir es auch interpretieren, und wenn das ein Bild ist, jeder interpretiert es vielleicht ein bisschen anders. Wenn bei den Doppelgeimpften es nur eine ganz leichte Steigung gibt, aber zu den Nicht-Geimpften trotzdem ein Riesenunterschied ist, sehe ich vielleicht als Nicht-Geimpfte sagen, na, da steigt es aber auch. Das heißt, auch die Sichtweise interpretiert schon mal Epidemiologie. Was Epidemiologie aber auch tut, es triggert die Grundlagenforschung. Und das haben wir jetzt bei der Impfung einfach auch gesehen. Ja, das war ein Wahnsinnstrigger. Ja, wenn wir keine Pandemie gehabt hätten, wäre es sicherlich nicht so schnell gegangen mit einem Impfstoff für alle. Und das CDC hat vor der Pandemie interessanterweise das Center for Disease Control etwas sehr Interessantes gemacht. Das hat einmal die größten 10 Great Public Health Achievements des 20. Jahrhunderts aufgelistet und hat das mit den Nobelpreisen, die verliehen worden sind, irgendwie in Zusammenhang gesetzt und hat gesehen, eigentlich die Grundlagenforschung ist mit den Public Health Fragen sehr oft verknüpft, auch wenn es noch nie einen Nobelpreis für Public Health gegeben hat. Wo das Public Health sozusagen tatsächlich in der Verleihung gestanden wäre. Natürlich ist es immer für die Gesundheit der Bevölkerung und sozusagen für das, dass die Bevölkerungsgesundheit weiterentwickelt werden kann und mehr Leuten zugutekommt. Aber sozusagen dieser Zusammenhang zwischen Public Health und Nobelpreisen, das haben sie in einer sehr guten Auflistung gemacht. Das heißt, Nummer eins ist Control of Infectious Diseases. Sie können sich die Liste anschauen. Ja, ich habe sie sogar ausgedruckt, wie man das zusammenführt. Und Behring war sozusagen der erste 1901, der sozusagen die Serumtherapie mit der Diphtherie und der die Diphtherie erforscht hat. Das heißt, es waren Infektionskrankheiten, die die Bevölkerung massiv belastet hat und hohe Mortalitätsraten hatte und niedrige Lebenserwartungen waren, besonders auch bei den Ärmeren, aber auch bei den anderen und die Lebensumstände natürlich auch entsprechend waren. Und da hat es 24 Nobelpreise gegeben, ja. Declines in Death in Heart Disease and Stroke waren circa ein Dutzend Nobelpreise, aber alles sehr sozusagen aus der Grundlagenforschung kommen natürlich. Dass wir gesünderes und sichere Lebensmittel haben, hat auch sehr viel natürlich mit Infektionsprävention zu tun, mit Hygienestandards etc., aber auch wiederum, auch wieder ein Dutzend Nobelpreise und Immunisierung, 5 Nobelpreise. Also, und all das, was dann noch kommt, bis hin zu Motor Vehicle Safety, es ist zwar für den Sicherheitsgurt kein Nobelpreis errungen worden, aber auch das hat ein deutlich, da gibt es wirklich die Evidence-Based Public Health Strategie, die Mortalität reduziert für tödlichen Ausgang von Verkehrsunfällen. Aber das war nicht Nobelpreis. Das heißt, aber diese 10 Punkte, diese 10 Themenbereiche mit Nobelpreisen versehen, die ersten, die haben sehr viel auch mit Public Health zu tun und eigentlich ist es dann, waren das ja Durchbrüche für tatsächlich für die Gesundheit. Und wenn Sie 1945 Penicillin, heute denken wir nicht mehr viel darüber nach. Ich habe ein Büchlein, ich weiß nicht mehr in welchem Antiquariat gefunden, von 1946, wo ganz genau beschrieben wird, dass Penicillin
und was man alles dafür tun kann, von einem Wiener Arzt, irgendwie nicht bekannt, ja, der das publiziert hat in einem kleinen Büchlein. Das hat mich total fasziniert, weil das ganz neu war. Ja. Das heißt, das ist erst dann den Leuten zugute gekommen. Vorher hat das sozusagen auch niemand einsetzen können. Also Basic Science, auch wenn man sozusagen in der Grundlagenforschung ist, es muss nicht jeder Public Health Professional werden, aber wenn man ins Gesundheitswesen geht, ist man es eh automatisch, weil manches Mal wird das Gesundheitswesen gleichgesetzt mit Public Health im amerikanischen Raum, aber sozusagen wir sehen ja jetzt einmal den universitären Bereich natürlich auch, der auch für die Bevölkerungsgesundheit arbeitet, dass es hier sehr viel Intervention gibt und für die Policies, die die Politik dann braucht. Das heißt, sehr viel, was hier auch aus der Grundlagenforschung kommt, fließt dann einfach in den Public Health Bereich hinein, auch wenn man sozusagen immer sagt, da ist die Grundlagenforschung und da ist Public Health. Also es gibt ja sehr viele Zusammenhänge und der beste ist eben, dass wir eine Impfung haben und mehrere Impfstoffe haben, die aus der Grundlagenforschung kommen und unmittelbar der Bevölkerung zugutekommen. Und was ist dafür notwendig? Das sind Policy notwendig, das heißt, man muss einmal überzeugt sein, dass die Impfungen wirksam sind, dass ich sie dann, das nächste ist, der Bevölkerung wirklich zur Verfügung stellen kann. Wie kann ich das logistisch schaffen? Und Sie haben das alle miterlebt, wie schwierig es logistisch war. Ich weiß, wovon ich rede, weil es auch nicht immer eine Information war, die auch gleich gestimmt hat, wie wir die Logistik aufziehen. Und wir viel Kommunikation hatten, wann werde ich jetzt endlich geimpft und wo werde ich geimpft. Ich schaue jetzt da gerade den Herrn Thoren an, ja, da haben wir viel telefoniert, aber das braucht die ganze Logistik, das heißt noch nicht, wenn ich einen Impfstoff habe, sagen Heureka, sondern ich brauche jetzt sozusagen Public Health Action, ja, Collective Action, jetzt muss ich handeln und jetzt muss ich schauen, wie kann der Impfstoff produziert werden, habe ich genügend Geld dafür, welche Geldmittel verwende ich dafür, da ist die Politik wahnsinnig gefragt. Ja? Das ist nicht mehr sozusagen etwas, was in unserem Bereich dann liegt, sondern es liegt dann an uns, dass wir mitarbeiten, diese Logistik aufzusetzen und die Amtsärzte dann ihre Arbeit machen etc. Aber das sind dann politische Entscheidungen, kaufe ich für die ganze Bevölkerung so viel Impfstoff ein, dass es sich ausgeht. Wir haben ja nur nicht gewusst, wie viele Dosen wir brauchen, eine Impfung, zwei, das war klar bei den meisten Impfstoffen, jetzt wissen wir von Johnson, es braucht doch zwei Impfungen und nicht nur eine, das heißt, wir lernen auch pausenlos dazu, also Unsicherheit, ja. Aber jetzt sind wir sicher, dass wir genügend Impfstoff haben, für die Auffrischungsimpfungen ist genügend Impfstoff da, bei uns. Warum hat die Weltgesundheitsbehörde, die ja eigentlich sozusagen nichts gegen Auffrischungsimpfungen haben dürfte, zuerst einmal gesagt, na Moment, also wir empfehlen die Auffrischungsimpfung jetzt noch nicht. Das war im September. Warum? Das würde man von einer Weltgesundheitsbehörde nie erwarten. Genau, das ist eine politische Argumentation. Das heißt, das hat jetzt nichts mit uns zu tun, medizinisch, wir sollten noch keine Auffrischungsimpfung haben, wer weiß, was da wieder passiert, ja, das ist noch nicht sicher genug, sondern es ist rein eine politische Argumentation, dass natürlich es so viele sind, die haben noch keinen Impfstoff, das heißt, wie viele Länder geben wie viel Impfstoff ab, damit die zumindest einmal halbwegs eine Immunisierung bekommen, ist ja auch wichtig für die Pandemiebekämpfung, das heißt, wir sehen immer alles regional, aber wir müssen vieles global sehen, weil anders funktioniert es nicht und die Pandemie ist das beste Beispiel, das uns halt jetzt leider getroffen hat, aber ich glaube, aus dem müssen wir extrem viel lernen. Und da haben Sie sich wahrscheinlich auch gefragt, wer hat erwartet, dass die Impfstoffentwickler den Nobelpreis kriegen für Medizin? Jetzt ist eine, also ich habe nur aus dem Nature vor ein paar Tagen das eine herausgenommen, New York Times, in allen Zeitungen, ja, wird das grob, zum einen grob diskutiert,
auch zum anderen dann sehr differenziert. Da wird es ein bisschen differenzierter, weil man verschiedene Meinungsbildner hier gefragt hat und Forscher gefragt hat. Ja, also sagen die, das Nobelpreiskomitee muss das auch viel breiter sehen und muss sozusagen auch einen längeren Zeitraum überblicken, für den diese Forschung auch dann entsprechende Ergebnisse gegeben hat. Also wir alle, die so in der Pandemie verhaftet sind, jetzt auch im Management, wir hätten uns das absolut erwartet, weil es ist für uns im Moment das Wichtigste, ja? Das wichtigste Instrument, das wir in der Hand haben. Und trotzdem haben sie es nicht bekommen. Also es gibt eine Stimme, die sagen, na, die kriegen es auf alle Fälle, weil das ist ja schon länger vorbereitet und es war nicht sicher, wie das ausgehen wird. Und es ist auch so, das war dann das politische Argument, naja, so viele sind ja sozusagen noch ohne Impfstoff. Das heißt, ich kann ja auch nicht sagen, ich habe die Welt gerettet, wenn so viele noch nicht geimpft sind, weil die gar keinen Impfstoff haben, weil die Länder zu arm sind, etc. etc. Das heißt, das alles wird diskutiert, was letztendlich die Entscheidungsgrundlage war, das kann nur das Komitee, die sind ja hier im inneren Kreis, die das diskutieren, aber das ist jetzt gerade sozusagen etwas, was uns alle irgendwie bewegt und vielleicht emotionalisiert hat, weil wir gesagt haben, na das ist etwas, das hat doch wirklich die ganze Bevölkerung einen enormen Nutzen sofort unmittelbar gehabt. Wir haben ganz wenige Public Health Strategien, wo die ganze Bevölkerung sofort einen Nutzen hat, den ich messen kann. Meistens müssen wir viele Jahre warten, dass wir diesen Nutzen messen können. Wenn Sie Patientinnen und Patienten haben, sind Sie schon sehr froh, wenn der oder das nächste Mal kommt. Ja, es ist schon besser geworden. Ja, ich habe weniger Schmerzen und so. Das ist super, weil da kann ich mir was messen. Ich sehe einen Fortschritt. Ich habe irgendwie ein positives Feedback. Als Public Health Mensch muss man enorm langen Atem haben, eine gewisse Frustrationstoleranz, weil es oft viele Jahre dauert. Ja. Prospektive Kohortenstudien, da können Sie noch lange nichts publizieren, nur mal die Methode, ja, aber bis das ich mich da habilitieren könnte für eine prospektive Kohortenstudie, da, also es gibt Epidemiologen, die haben ihr ganzes Leben sozusagen eine große Studie am Laufen und sind damit voll beschäftigt, zum Beispiel Aging Studies, ja. Schauen Sie sich einen Artikel an, auch Interviews mit Leuten, die Aging Studies machen, ihr ganzes Leben ist davon sozusagen ihr Forscherleben ist davon irgendwie voll. Aber wenn man hier ganz schnell etwas tun kann, einen schnellen, a quick win hat, ja, das heißt, wir hatten in dieser Pandemie mit der Impfung a quick win. Und das ist etwas, was natürlich dann sicherlich so ein quick win bei den Nobelpreisen jetzt nicht die höchste Priorität hat. Aber wir werden sehen, wie das nächstes Jahr ist. Ja, und damit wir was gelernt haben, schreibt man es auch einmal nieder und setzt sich auch intensiver damit auseinander. Es wäre vielleicht auch interessant, was Sie denken darüber, wie Sie sich damit auseinandersetzen. Das heißt, was man aus dieser Pandemie lernt, vor allem auch, welche Herausforderungen und Möglichkeiten haben sich ergeben. Wir haben sicher das Distance Learning, also sozusagen das E-Learning und alles, haben wir sicher einen Riesensprung einmal gemacht. Das haben wir einmal ganz praktisch gelernt und haben sicher aufgerüstet. Wir können sicher noch viel besser werden, wir wollen auch besser werden. Aber das war etwas, was jetzt im Lehrbereich uns passiert ist. Dadurch, weil wir einfach auch gezwungen waren dazu, ganz schnell zu handeln. Aber sozusagen, welche Challenges und Opportunities wird es nach Covid geben? Und der Hans-Peter Hutter hat uns schon einiges an die Wand gezeichnet, sozusagen, was wird die nächste Pandemie sein, ja. Welches Virus wird uns da möglicherweise überfallen? Und wir sehen, es ist nicht ausgeschlossen. Ja? Bei der Influenza-Pandemie weiß ich auch heute noch nicht, warum wir ausgekommen sind. Ja? Dass es nicht diese Pandemie geworden ist. Diese Ursachen sind, glaube ich, nicht ganz aufgeklärt. Warum es hier so weit gekommen ist und ganz schnell so weit gekommen ist, wird ja auch diskutiert. Wie es nicht vielleicht schon 2019 abgelaufen ist, was da sozusagen abgelaufen ist, ohne dass wir das noch so richtig mitgekriegt haben, ja? Oder auch nicht beachtet haben. Und so Epidemien und halbe Pandemien, die finden immer irgendwo statt, ja? Weit weg von uns. Es ist das erste Mal, dass es nicht weit weg von uns stattfindet. Und das ist in den Bulletins der
World Health Organization, ganz aktuell publiziert worden, und auch das ist ein interessantes Papier. Und sozusagen auch, wie kann man die Resilienz einer Gesellschaft, auch die Resilienz von Strukturen, und ich glaube, bei uns ist ganz wichtig die Frage, die Resilienz des Gesundheitswesens. Welche Resilienz hat unser Gesundheitswesen, und wir messen das an den Intensivbetten? Ist die Resilienz gegeben? Ja? Haben wir ausreichend Intensivbetten? Die Betten sind nicht das Problem. Haben wir ausreichend Personen, Personal, die diese Patientinnen, die in den Betten dann liegen werden, auch betreuen? Da schaut es schon ein bisschen anders aus, weil durch die Umstrukturierung, das sieht man ja auch im Personalmanagement, was notwendig ist plötzlich, ja, wo ich meine Leute auch hinschicken muss. Und das ist sozusagen, welchen Stresstest haben wir gerade des Systems und wie müssen wir unser System anpassen, dass wir resilienter werden. Das heißt, Organisationen müssen resilient werden. Wir haben sicherlich auch als Med-Uni gelernt, welche Resilienz haben wir. Ich glaube, wir haben irgendwie es ganz gut hingebracht, die Resilienz im ganzen Studienbetrieb so durch die Strukturen, durch das Weiterfahren mit der Lehre, mit dem, dass die Leute abschließen konnten, Prüfungen machen konnten, war eine Resilienz da. Aber das muss ja auch dann beschrieben werden, an welchen Faktoren hängt das, ja, diese Resilienz, und was ist dafür notwendig. Und so sind ganze große Organisationen und auch eine Gesellschaft und ein Staat, wie resilient ist ein Staat? Da spreche ich auch über die Demokratie. Das heißt, kann Pandemie auch demokratiegefährdend sein? Ja? Das ist auch natürlich eine Frage, wenn man sich plötzlich über alles hinwegsetzt, ja? Nichts mehr anerkennt, die gesellschaftlichen, sozusagen den Kompromiss, den Konsens nicht mehr anerkennt, sich darüber hinwegsetzt, Gesetze ignoriert. Das sind ja auch Public Health Themen, wenn es nämlich hier auch zum Beispiel, wie jetzt die Gesundheit betrifft. Und das ist mein letztes Slide, das heißt, gerade Public Health Policy, und das ist eine Policy, wo wollen wir hin, welche Strategie haben wir, welche Mittel haben wir dazu, welche Ziele haben wir? Ich glaube, in der Pandemie ist es uns recht klar und die Mittel und Tools werden immer besser und mehr. Es wird auch zum einen leichter, zum anderen schwieriger, aber es wird immer eine Win-Win-Situation, ist immer sozusagen das Beste, das wir erreichen können. Das wird auch verlangt. Ja? Win-Win ist das Optimum, aber wenn wir völlig falsch liegen, ja, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht ordentlich machen, wenn wir nicht sorgfältig genug sind, dann kann es auch sozusagen, dass wir wrong sind, ja, und dann ist es bad. Und das wollen wir auf keinen Fall, und deshalb glaube ich, dass wir im Public Health Bereich auch noch viel Arbeit zu leisten haben und dass wir alle uns auch mit diesen Public Health Fragen immer wieder auseinandersetzen müssen, weil Public Health ist im Prinzip alles. Vielen Dank. Meine erste Frage: Gibt es Fragen? Till? Ja, erstmal, hoppala, vielen Dank, ein fantastischer Vortrag. Ich fand besonders schön die Erinnerung an Semmelweis. Ich bin großer Fan und der wurde ja meines Wissens nach sogar in die psychiatrische Anstalt eingewiesen, zum Lebensende ist und auch verstorben, also ein verkanntes Genie, könnte man sagen, und hat eigentlich die Medizin um 150 Jahre weitergebracht, was heutzutage ja völlig selbstverständlich ist. Richtig toll. Meine Frage, was Sie auch so ein bisschen angesprochen haben und was ich vorhin schon angefragt habe, ist die Zukunft der Public Health. Glauben Sie, dass sich das durch diese Pandemie, sage ich mal, die Meinung der Politik ein bisschen verändert wird und die Gesundheit als Faktor weiter jetzt auch in die Zukunft noch als wichtigeren Entscheidungsträger mit einbeziehen wird? Oder wird das jetzt nach der Pandemie, weil sie Public Health berät ja in vielen Dingen, weiterhin so sein, dass der Gesundheitsaspekt wieder etwas abflachen wird und erst bei der nächsten Pandemie vielleicht Leute wieder drauf kommen, oh ja, Public Health ist ja doch ganz, ganz wichtig. Wie glauben Sie, entwickelt sich das? Ich habe jetzt sozusagen einen Überblick über über 30 Jahre Public Health, und es war vor der Pandemie, war bereits eine viel stärkere Entwicklung. Als ich angefangen habe, hat es ein Institut für Sozialmedizin gegeben, 1989. Wir waren, glaube ich, 5 Leute oder so.
Heute gibt es ein Zentrum für Public Health. Wir sind über 80 Leute, wir sind 6 Abteilungen und wir sind an Stelle 10 der forschungsintensivsten Organisationseinheiten der Med-Unis. Da sind auch alle Grundlagenforscher drinnen und da sind alle Kliniken drinnen. Also Public Health hat sich sozusagen sehr stark etabliert schon in den Jahren davor. Jetzt ist es natürlich auch so geworden, dass viele von uns ganz sozusagen auch präsent geworden sind in der Expertise, das waren wir schon immer in den ganzen Gremien. Ob Gesundheit gleich wieder ganz oben auf die Agenda kommt, das wird jetzt davon abhängen, wie auch der wirtschaftliche Verlauf ist sicherlich und wie auch andere Bereiche sich entwickeln. Aber ich glaube schon, dass diese Konnektivität der verschiedenen Bereiche, dass das schon ganz klar geworden ist, dass der Gesundheitsbereich nicht aus dem Gesundheitssystem besteht. Das heißt, Public Health ist nicht das Gesundheitssystem. Und das, glaube ich, haben viele jetzt gelernt, dass es eben verschiedenste Bereiche gibt, und sei es die Verkehrspolitik und die Umweltpolitik und die Klimapolitik wird nicht von der Agenda kommen, das ist viel zu heiß, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das ist sozusagen, sind die ganzen Gesundheitsthemen drinnen. Alles, was hier passiert an Veränderungen unserer Umwelt, ist ein Gesundheitsthema. Also glaube ich nicht, dass es plötzlich wieder ganz nach unten rutscht und dass man dafür irgendwie kein Geld hergibt. Wie die Gesundheitsversorgung der Zukunft aussehen wird, ist vielleicht auch mitgeprägt worden, weil Telemedizin war etwas so ein bisschen, ja, sehr interessant, ja, für irgendwie Leute, die sich da auch ganz speziell damit auseinandersetzen wollen, die sehr technikaffin sind etc. Aber jetzt hat man gesehen, das ist ein Mittel der Wahl praktisch für Konsultationen, wenn ich nicht zum Arzt gehen kann. Ja? Das heißt, es werden sich auch andere Bereiche weiterentwickeln, die Technologie wird sicher eine große Rolle spielen. Also ich denke, auch aus dem Technologiebereich wird zusätzlich noch ein Schub kommen, der natürlich auch so den Public Health Bereich ganz stark trifft. Also ich gehe schon einmal davon aus, dass gerade mit der Pandemie es nicht zu einem Stopp kommt von dem Schwung, den wir seit den letzten, 10 Jahren, sicherlich 15 Jahren haben, dass der gerade mit einer Pandemie dann stoppt. Weil Sie meinen, vielleicht alle Politiker haben jetzt einmal genug von Gesundheitsentscheidungen zu treffen, ja, dass Bundeskanzler, die nie was mit Virologie zu tun hatten, sich plötzlich hinstellen müssen und eine 7-Tages-Inzidenz erklären, ja. Auch die Bevölkerung hat einen Riesenschub gemacht, sozusagen, was Terminologie angeht. Aber das glaube ich nicht. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil man auch gesehen hat, wie vulnerabel die Gesellschaft ist plötzlich, wenn eine Gesundheitsgefahr eintritt für alle. Weil dann bricht sofort auch das Wirtschaftliche weg. Also ich hoffe, dass diese Lessons learned kommen. Aber es wird auch unser Beitrag sein, dass auch einmal richtig festzuhalten, wenn wir aus dem ganzen täglichen Management herauskommen. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ich komme mal kurz hoch. Ja, Stichwort Risikokommunikation. Mhm. Was sind Ihre Ansichten dazu, dass oder was sind die Punkte, die Dänemark anders macht, zum Beispiel als Österreich in der Risikokommunikation? Ich denke, erstens ist einmal ganz wichtig, dass man sich wirklich Leute auch holt, die Risikokommunikation gelernt haben, auch methodisch. Und dass es auch eben wirklich auch Professionals braucht, die von der Psychologie bis zur großen Medienexpertise kommen und die genauso bei den Experten zusammensitzen und nicht nur die Infektiologen. Und das ist, glaube ich, dort auch passiert. Also die haben sich auch stärker damit auseinandergesetzt. Es ist natürlich auch ein kultureller Aspekt. Das heißt, wie reagiert eine Gesellschaft auf politische Vorgaben, die jetzt unbedingt einzuhalten sind? Wir waren ja auch schon beim Rauchverbot in der Gastronomie das Schlusslicht Europas.
Und man hat sich über Jahre gewehrt dagegen. Man hat sogar noch einmal das Gesetz, das schon beschlossen wurde, ausgehebelt, weil eine neue Koalition war und gegen die eigenen Beschlüsse noch einmal dagegen gestimmt hat. Das heißt, es braucht auch Leute, die diese Kultur und diese Heterogenität der Gesellschaft auch gut verstehen und dann echte PR-Profis, die dann auch wirklich die Botschaften, die man hat, die wichtig sind, die ankommen müssen, auch so auch dann entsprechend mitverkaufen. Und natürlich ist es wichtig, dass man als Politiker die Entscheidungen, die man getroffen hat, dann auch entsprechend kommunizieren möchte. Und Sie erinnern sich an die fünf sozusagen Personen, die alle drei Tage aufgetreten sind und sozusagen uns wieder den Stand gesagt haben. Aber es war so eine neue Situation, dass es gut war, ja, zu wissen, da ist jemand, die schauen jetzt, dass was passiert, dass es organisiert wird. Aber sozusagen Risikokommunikation ist das ja noch nicht wirklich, ja, dass es wirklich bei allen ankommt. Und es wird aber auch trotzdem nicht bei allen ankommen. Aber es braucht wirklich auch ein professionelles Risikokommunikationsteam, die das auch gelernt haben, aus den verschiedensten Professionen heraus. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Danke. Mich würde interessieren, würden Sie sagen, dass durch die Erkenntnisse, die wir durch die Pandemie gewonnen haben, rein aus Public Health Sicht und aus dieser Awareness, die auch für Public Health geschaffen wurde, profitieren? Oder ob durch den massiven Anstieg an Menschen, die jetzt Impfskeptiker geworden sind oder generell Corona-Leugner, eher einen Schritt zurück gemacht haben in Sachen Public Health? Das ist eine sehr spannende Frage, die ich mir auch immer stelle, die wir auch sozusagen unter uns immer wieder diskutieren, weil wir vielleicht auch überrascht sind von dem, dass wir alle hochbegeistert vom Impfstoff waren, den wir bekommen werden und dann natürlich eine gewisse Skepsis ist und diese 5%, die immer skeptisch sind, Impfungen gegenüber etc. Aber dass das sich zu einer größeren Gruppe ergibt, da weiß ich nicht, ob es die Impfung alleine ist, ja, sondern auch einfach das zu akzeptieren, dass von oben herab entschieden wird über den ganz eigenen Lebensbereich. Das hat so ja noch nicht gegeben. Wir akzeptieren zwar, dass wir uns im Auto angurten müssen, dass wir nicht Handy telefonieren dürfen am Ohr im Auto, dann zahlen wir halt unsere Strafe etc. Wir gehen irgendwie damit um, aber da war es wirklich ernst. Und da weiß ich nicht sozusagen, ob das wirklich alles Impfskeptiker sind und ob Corona-Leugner nicht auch eine andere Agenda haben. Und da muss man sehr aufpassen, wie wahr ist eigentlich auch sozusagen das Auftreten der Impfskeptiker auch in der Gruppe. Es gibt jetzt Hinweise, dass diese Gruppe immer kleiner wird, die Aktivitäten sozusagen immer auf sich kleinere Personengruppen reduzieren. Mag eine Ermüdung auftreten oder was auch immer, das weiß ich nicht. Aber es ist eine ganz andere Agenda auch. Und ich glaube auch, dass der Hidden Agenda dabei ist, das ist nicht nur das Gesundheitliche, sondern da gibt es ein Nicht-Akzeptieren auch von Maßnahmen, die praktisch politisch getroffen worden sind, die in den eigenen Bereich hineingehen. Und das ist schon ein interessantes Phänomen. Und ich glaube, also für mich ist es irgendwie so eine Lupe, die auf die Gesellschaft gehalten wurde. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Leute so sich vollkommen umgedreht haben, dass sie nicht auch Haltungen auch hatten, und sich für manches verschärft hat, ja. Das ist eine spannende Diskussionsfrage, ja. Wie diese Gesellschaft auch gelitten hat. Weil am Anfang war ja sozusagen die Solidarität der Gesellschaft, der Zusammenhalt, das hat man auch alles untersucht, ja, dass alle allen helfen und die einen klatschen für die anderen, weil sie im Spital arbeiten und sozusagen den Dienst machen und die einen sind zu Hause und stehen am Balkon und klatschen und so. Das hat sehr schnell aufgehört. Das heißt, auch die Solidarität erwartet man sich immer von den anderen sichtlich. Und wenn wir in einem Sozialversicherungssystem zusammengespannt sind, werden wir eh nicht auskönnen. Das ist halt so. Aber wenn ich dann auch noch Solidarität irgendwie haben soll, wenn es ums eigene
Verhalten geht, das auch in meinen ureigensten Privatbereich geht, ist sicherlich nicht sehr stressresistent. Aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, wie viele akzeptieren das einfach auch, diese Maßnahmen. Das heißt, wir sehen natürlich immer die, die ganz laut schreien. Und die werden uns auch in Bildern ständig präsentiert. So kriegen wir vielleicht auch eine selektive Wahrnehmung. Und wenn Sie in der Straßenbahn sind, also ich fahre täglich Straßenbahn, dann muss ich eigentlich sagen, dann sehe ich vielleicht einmal einen, der die Maske nicht oben hat und nicht 99. Und das ist für mich auch so ein Zeichen dessen. Also es wird noch interessant, das auch soziologisch, glaube ich, noch stärker zu untersuchen, was hier in der Gesellschaft passiert. Und vielleicht ist es auch eine Unzufriedenheit mit etwas ganz anderem, was hier nichts mit Covid zu tun hat, möglicherweise. Ja? Sonst noch weitere Fragen? Ja, da, Moment. Es gibt ja immer wieder Projekte, mit denen man versucht, Menschen, die noch nicht geimpft sind, dazu zu bringen, sich noch impfen zu lassen, zum Beispiel sich im Penny impfen lassen und damit kommt man einen Waschpulver gratis dazu. Wissen Sie vielleicht zufällig, wie erfolgreich das bis jetzt war, wenn Gesundheit quasi nicht der primäre Anreiz zur Impfung ist? Also ich kann nicht alle überblicken. Es gibt nur einzelne, wo sichtlich so Incentives funktioniert haben, und dieses Incentive-System ist ja nicht neu. Man probiert es eben jetzt auch bei den Impfungen, wo die einen wieder sagen, das ist total ungerecht, weil wir sind geimpft, wieso kriegen die jetzt was und ich habe nichts bekommen. Ja? Das verursacht auch das natürlich wieder. Aber für eine bestimmte Gruppe, die jetzt nicht ein echter Impfgegner ist und sozusagen auch die Impfung ablehnt aus ideologischer oder was auch immer Sicht, ja, weil sie eine Vorstellung haben, Impfungen verändern tatsächlich, weiß nicht, greifen genetisch ein oder was auch immer. Ja. Aber da gibt es sicher eine Gruppe, wo solche Incentives auch funktionieren. Und das hat man im Sozialversicherungsbereich immer mit den Präventionsmaßnahmen versucht, ja, dass man ein Incentive setzt für präventives Verhalten, dass sie zum Beispiel die Sozialversicherung der Selbstständigen hat gemacht, dass die Selbstbehalte um die Hälfte reduziert werden, wenn ich in die Vorsorgeuntersuchung gehe und bestimmte Ziele erfülle, zum Rauchen aufhöre oder sonst irgendwas. Also Incentive funktioniert für eine bestimmte Gruppe, aber nicht für alle. Also man kann nicht alle jetzt durch Incentive dazu bewegen. Dankeschön. Also dazu ganz kurz, da weiß ich aus meiner Heimat zu berichten, dass der Anreiz von Currywurst dazu geführt hat, dass von 2 Leuten pro Tag die Anzahl der Geimpften auf 40 pro Tag hochgegangen ist. Also mal 20 kann man schon machen. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube nicht. Dann sage auch ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Wirklich zwei ganz, ganz tolle Vorträge. Und von unserer Seite aus wird es dann am 4. November, Nicole, korrigiere mich, mit dem zweiten Teil dieser Vortragsreihe weitergehen. Das ist eine Art Pilotprojekt. Super. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Auch danke an alle, die da waren, natürlich. Danke ebenfalls. Sehr schön, danke.